Ja, da bin ich zufrieden. Schmutzspiele. So, offiziell, ich kündige. Heute ist mein letzter verfickter Tag. Ja, und damit moin moin und herzlich willkommen zurück zu Power Wash Simulator. Wir müssen heute eine Feuerwache sauber machen. Und Salva hat richtig Bock, habe ich gehört. Oh, ich habe so Bock. Ja. Das kannst du mir nicht glauben. Ja, dieser Albtraum. Salva hat richtig Spaß. Guck mal, wie er da mit voller Elan am Abspritzen ist. Salva, oh, du hast richtig Spaß. Ich spritze, aber so gerne. Und zwar stündlich. Warte mal. Da freut sich die Katha. So, ich muss eben gucken, wie war das denn nochmal hier? Nee, das war unser Drehding. Das war der große. Okay. Also dafür, dass du 20 Minuten gewartet hast, siehst du, ich lieg schon volle Pulle an. Während der Hase hier nur am Rumchillen ist. Wer ist denn überhaupt alles da? Nur Schwein? Ja, die sind alle abgehauen, weil du uns 20 Minuten lang warten hast. Die sind nicht alle abgehauen. Aber ich bin stecken geblieben. Voll begeistert. Er ist richtig begeistert. Ich bin sehr motiviert. So wie unser sehr motivierter Dude. Wo ist denn der eigentlich? Der ist nie da, wenn ich da bin. Wer? Und er ist sehr motiviert. Hey, warum geht ich den Waschen hier nicht an? Muss ich wechseln? Warum wird der Spiegel nicht sauber? Ich komme. Hä? Ah doch, doch, ist sauber. Wie war das denn nochmal mit Dreck anzeigen lassen? Weißt du das noch? Ach so. Select, glaube ich, war's. Ja, ich habe das ja auf meiner Maustaste. Ja, also der Spiegel hier ist überhaupt noch nicht sauber. Oder was meinst du? Diesen Scheibenwischer hier oder was? Der ist überhaupt noch gar nicht sauber. Der Traum fängt schon wieder an. Hier, jede Kleinigkeit zählt. Es gibt so nett. Da, jetzt ist er sauber. Der Scheinwerfer, guck. Ja, weil ich verstehe das Spiel nicht. Manchmal sagt er, ja, ist sauber. Und manchmal sagt er, jede kleine gefickte Fleck muss sauber sein. Schmutzspiel. Aber gut. Was man nicht alles macht für die Community, hä? Ja. Vom Spiel kommt kein Geräusch, keine Musik, kein gar nichts. Na, wieder zurück. Katharina, hallo. Guck, jetzt ist Katharina auch da am Chisel. Guck, Katharina, ich spritze nur extra für dich. Er spritzt nur für dich, Katharina. Am richtig am Rumspritzen hier. Ich bin eine richtige Fontäne hier. Guck dir an. So, und ich spritze jetzt hier rum. Also, wann spielst du wieder Gudel, Dude? Wieso? Weil da kriegst du ja angeblich. Nicht angeblich, ich habe Fakten. Ja, also durch diesen Schmutzspiel, absolutes Schmutzspiel. Der Tom ist richtig scheiße, ne? Doodlegood mögen aber meine Zuschauer. Ich verstehe das nicht. Das ist so idiotensicheres Spiel. Aber anscheinend gerade aus diesem Spiel kommen alle Leute herbei. Unfassbar. Gut, ne? Nee, unfassbar, nicht gut. Gut, ne? Ja, für dich. Ja, warum spielst du es nicht weiter? Ja, weil das ein Scheißspiel ist, ne?
Ja, ein Scheißspiel, den jeder mag, irgendwie. Ich verstehe die Welt nicht. Ja, das ist genauso wie mit Powerwash. Was meinst du, was ich hier für Klicks kriege, du? Damit die deine Scheiße hören können. Salva. Die hören dich echt gerne leiden. Also, hundertprozentig ist Katharina gerade richtig feucht, weil so viel Nässe. Ja, wie ich hier leide. Nee, weil hier alles feucht ist. Stell dir vor, ich müsste Dudel-Dud mit dir spielen. Oh Gott. Da würde ich Krisen kriegen. Stell mal vor, ich müsste Callkeeper mit dir spielen, ey. Da wäre ich doch dabei. Wie kriegt man denn nochmal Rostflecke weg? Ja, mit einem anderen Sprühding. Mit dem harten Zeug hier. Oder mit Schaum. Was ja, Schaum gekauft. Ja, aber ich habe keinen Schaum drinne. Glasreiniger, Metallreiniger. Ja, ist aber leer. Wie könnte man das denn holen? Warte mal. Shop. Seife. Dann hole ich uns mal Reiniger. Du müsstest das ja automatisch auch haben. So, ausgerüstet, ne? Okay. Nee, ich krieg keine. Ich so, krieg du musst halt das Gadgets da reinpacken. Achso, du musst du selber kaufen, oder was? Ja, nur die Gadgets. Das haben wir schon letztes Mal. Was? Aber null Erinnerung. Ja, das merke ich mir doch nicht. Guck mal, diesen Spiel ist so schmutz, dass ich mir sogar alles daran erinnere und Hase nicht, obwohl er das Spiel feiert. Katharina ist richtig spitz auf dich. Ich weiß. Sie will es Doggy. Ich kenn's auch nicht anders da. Du kennst es nicht anders? Ja, aber du bist ja kein Popo-Pieker, ne? Bist du ein Popo-Pieker? Was meinst du damit? Ja, ob du ein Popo-Pieken tust. Wie, ob ich von hinten rannehme oder wie? Ja. Achso. Ja, aber nicht anal. Warum nicht? Das schmiert doch nochmal extra. Ja. Nein, das mag ich nicht. Mag kein anal. Tut weh. Dir tut das weh? Also bei meiner Freundin tut das schon weh. Hat die so einen kleinen Arsch oder was? Ja. Du kannst ja erstmal mit dem Daumen, kannst du ja erstmal dehnen. Man haut ja auch nicht gleich sofort den Pillemann da rein. Man muss ja auch erstmal das Loch ein bisschen auseinanderdrücken. Ja, wir haben sogar Glättgel und sowas. Aber Flutschi? Wir machen es normal, ist besser. Ja, aber von Flutschi? Es gibt ja so Flutschi. Ich hatte mal Gleitgel, das hieß Flutschi. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich habe es nur einmal benutzt gehabt. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine blaue Flasche. Das weiß ich noch. Ist das jetzt euer Ernst? Bist ja, du gerade enttäuscht, dass er dich nicht anal nimmt, oder was? Ich kann da nichts dafür, dass er so ein Spießer ist. Ich bin doch kein Spießer. Ja, doch, bist. Stimmt, hast recht, bist du nicht. Weil sonst würdest du sie ja spießen wollen. Du musst sie ja auch aufspießen, ne? Ist alles berechtigt, was ich sage. Hat alles Hand und Fuß. Wie konnte man denn noch mal lenken? Aber Katharina, aber ich bin echt überrascht, dass du dich mit so Dildos und Sachen so auskennst, so richtig gut. Hat mich ein bisschen überrascht. Ah, auf C. Auf C konntest du auf einer Stelle waschen, ne?
Nee, du hast C, ich hab Controller. C, also. Alter, wie dreckig die. Alter, diese blöden Eisenstangen hier. So. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, alleine das zu spielen. Wie lange braucht ihr für ein Level nur? Ja, ich sage, alleine würde ich das auch nicht spielen wollen. Ich will ja hier 5 Stunden rumhängen. Salva soll bitte seine Freundin nehmen und nicht mich. Und mich ja. Also doch dich wieder. Guck mal, du sagst, Salva soll seine Freundin nehmen und dann sagst du, einen Satz später und dich auch. Was ist das denn? Wie, sie will einen Dreier machen? Dann muss ich aber meine Freundin erst fragen. Erst die Freundin fragen, Katharina. Also da musst du noch dich ein wenig gedulden. Er muss erst mal fragen. Warum krieg ich den Fenster nicht sauber? Wenn er aber mit dir alleine bumst, dann muss er nicht fragen. Hab ich recht? Wie sagt man der Spruch? Was der Geist nicht weiß, macht sie nicht heiß. Aber bei einem Dreier wüsste sie es ja, deswegen muss er erstmal fragen. Ja, eben. Ja? Außer sie wäre bewusstlos. Bei einem Dreier. Dann müsste er auch wieder nicht fragen, richtig? Jetzt tue ich ja der nicht an. Hallo, ich bin kein Unmensch. Ich bin doch kein Sadomaso. Ich habe gehört, Trautmann weiß, wie man an K.O.-Tropfen rankommt. Weil er arbeitet in dieser Branche. Aha. Der kann dir was zukommen lassen. Ich kann es mir auch kaufen. Bei der Apotheke. Nicht leichter als das. Er sagt, ich habe ihn überrascht. Ich sag, oder ich hole mir spanische Fliege, Feige, wie heißt, ja, spanische Feige heißt das, in diesem Erotik-Shop. Ja, das sind ja diese Lustmacher. Ja, das ist die leichte Variante. Es gibt die harte Variante. Ja, das ist die französische Fliege, die illegale Variante. Oder ich nehme mir einfach Chloroform. Ja, das ist ja das meine ich ja mit K.O. Hier war ein Gesicht gemalt. Aha. Hä? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest, Alba. Ach so, warst du das? Ja, hast du auch nicht deinen Namen da schon gesehen? Hä? Wo? Da überall steht dein Name gespritzt. Nee. Ich habe keinen Namen gesehen. Aha. Okay. Ja, ist auch beim Gesicht nämlich, deswegen. Pff, gar keinen Bock drauf. Aber hier oben sieht ja schon mal gut aus. Und wie läuft die Sammlung mit deinen Fusseln? Meine Fusselsammlung? Ja. So, willst du mal dran riechen, wenn du hier bist? Niemals. Ja, das riecht ganz normal, aber irgendwie steht Katharina steht da so drauf, wenn man dann riecht. Deswegen könnte ja sein, wenn du bei mir bist, dass du auch mal dran schnuppern willst. Nee. Das riecht wirklich ganz, ganz normal. Es geht auch nur darum, Katharina glücklich zu machen, weil sie steht darauf, wenn man dran schnuppert. Jeder hat seine Fittiche, ist ja cool. Ja, aber ich verstehe auch nicht, warum ich immer schnuppern soll. Ich meine, zur Not, also wenn ich ihr vertrauen könnte, würde ich ihr die Fusseln ja per Post schicken. Dann könnte sie dran schnuppern, aber ich möchte auch meine Fusseln wieder zurückhaben. Ne? Also das meine ich mit Vertrauen. Ich will die Fusseln gerne zurückhaben. Kannst du nicht irgendwie so ein normaler Sammler sein? Hä? Bin ich doch. Ich habe hier sogar noch ganz viele Fußnägel liegen, immer noch. Die liegen hier über. Guck mal. Und das ist nur so ein kleiner Haufen. Jetzt weiß ich, warum Schwein abgehauen ist.
Jetzt wird mir einiges klar. Da, die habe ich letztes Mal geknifft und dann habe ich sie hier hingelegt. Sollen die auf dem Boden liegen oder was? Ich habe sie nur halt noch nicht weggeräumt, deswegen liegen die hier. Ein Stapel daneben. Dann, ja, aber kam ich ja noch nicht zu. Und ein Stapel daneben sind Fingernägel. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon Fußnägel da liegen habe, dann kann ich auch Fingernägel da liegen, daneben legen. Ja, Mann. Was denn? Ja, aber ich wollte keine Fußnägel mit Fingernägel verbinden. Und deswegen habe ich die nebeneinander hingelegt, damit das authentischer wird. Ne, keiner möchte Fingernägel mit Fußnägel zusammen haben. Oder möchtest du das? Weder noch. Ja, Katharina hat mich am Anfang verarscht. Guck mal, seit wann ist sie da? Seit Anfang Februar oder so, ne? Und weißt du noch, was sie als erstes gesagt hat? Sie will mit mir mitsammeln. Wetten, sie hat noch nicht einen einzigen Bauchfussel gesammelt. Alles nur leere Versprechungen. Alles nur leere Versprechungen. Ja, sie könnte ja jetzt sagen, doch, ich habe schon 3 oder so. Und sie schreibt, gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Kotzberg dabei zu machen? Ja, aber der stinkt denn ja so. Ja, sie meint wahrscheinlich in so einen Eimer kotzen und die Kotze sammeln. Aber so oft kotze ich ja nicht. Das heißt, die Sammlung wäre ziemlich ineffizient, weil ich ja nie kotzen würde. Da muss es ja zwingen, ne? Den weißen mag ich irgendwie gar nicht, ne? Also womit spritzt du immer rum? Also ich spritze immer mit dem grünen. Ich bin mit dem gelben unterwegs. Gucke jeden Tag. Ich habe auch keine. Jeden Tag guckst du? Also ich setze mich hier an den PC, mach den Stream an, hol schon mal den ersten Fussel raus, pack ihn dahin. Nach Fortnite gucke ich nochmal und hab wieder so einen Busch. Also ich habe ja allein schon vom Sitzen Bauchfusseln. Die wandern schon von alleine. Die wissen, wo sie hingehören. Das ist aber auch ein Level, wa? Cyber? Cyber will ja kündigen. Ne? Das heißt, das ist ja sein letzter Arbeitstag heute. Er ist ja mein Praktikant. Finde ich nicht gut, ne, dass er kündigt. Was haltet ihr denn davon, dass er jetzt einfach kündigen tut? Liegt auch an den Haaren. Ja, aber... Wo sind denn deine Haare? Du bist auch von einem Schimpansen abgestammt, oder nicht? Also, ich bin ja ein Hase. Deswegen habe ich ja so viele Haare. Und du, ich dachte, du wärst eine Katze zum Beispiel. Und haben die nicht auch Haare? Wo sind denn deine Haare? Oder hast du die Haare woanders? Hast du Arschhaare? Teil, hast du Arschhaare? Wenn ich ehrlich sein soll? Ja, Lügen ja, wäre scheiße. Lügen ist Schmutz. Ja. Du hast Arschhaare? Ja. Ich habe auch noch nie meine Arschhaare weggemacht. Noch nie. Also meine Arschhaare sind 34 Jahre alt. Ich habe 34 Jahre alte Arschhaare. Du meinst, du hast noch diese Babyhaare. Ja, meine sind noch Jungfrau. Ja, aber kann auch sein, dass... also kann natürlich sein, dass meine Arschhaare mit in die Bauchfusseln wandern. Die wandern dann einmal hier so den Rücken hoch, wandern so einmal nach vorne und rein damit, ne? Wahrscheinlich habe ich bei meinen Bauchfusseln Arschhaare mit bei. Diese Vorstellung. Ja, da kommt ja alles mit rein. In den Bauchfusseln. Alle Haare... Gehen ja, also alle Fusseln gehen ja diesen Weg lang. Diesen Fusselweg. Wieso glaubst du das? Was macht dich das so sicher? Weil das. Die Haare wachsen ja immer in eine bestimmte Richtung. Und alle Haare wachsen Richtung Bauchnabel.
Deswegen hast du ja auch beim Bauchnabel. Nein, stimmt doch gar nicht. Nee, deswegen hast du ja. Ja klar, deine Bauchhaare gucken doch nach unten, nicht nach oben, oder? Oder gucken deine Bauchhaare Richtung Gesicht? Deswegen sind ja auch bei den Bauchfusseln auch immer Boxershorts-Inhalt. Aber keine Haare im Bauch. Boxershorts-Inhalt ist bei den Bauchfusseln mit drin. Da kommen ja Fusseln. Guck mal, ich hatte zum Beispiel jetzt die letzten Tage ein weißes, also bevor ich das hier angezogen habe, hatte ich ein weißes T-Shirt. Ein weißes T-Shirt hatte ich an. So, also müsste ja, ich ja rein theoretisch. Also ja, müsste ich ja rein theoretisch weiße Fusseln haben. Aber ich hatte dunkle Fusseln. Also von der Boxershorts. Nee, dann von dem früheren T-Shirt. Von der Boxershorts kommt auch alles hoch. Kannst du googeln. Von der Boxershorts kommen ebenfalls Fusseln. Weil das alles hochwandert. Das wandert alles hoch Richtung Bauchfusseln. Weil da ist der Fusselweg. Kotzsammlung wurde eröffnet. Wieso hast du schon das erste Mal... Hast du jetzt schon irgendwo reingekotzt oder was? Hast du angefangen zu sammeln jetzt? Jetzt machst du einen Deckel drauf und kotzt morgen weiter oder was? Oder wie muss man das jetzt verstehen, Katharina? Ich wüsste gerne, wie weit Zalva gerade ist, mein Praktikant. Zalva, ja, wie weit bist du? Ja, der Chef geht jetzt mal gucken, genau, finde ich gut. Chef geht, kommt jetzt mal gucken, was mein Praktikant so macht. Meine Finger tun schon weh. Und ich bin nicht mal im Sitzen, ich stehe. Liegt vielleicht auch an ein bisschen an den Hauptschuppen. Ja, das trocknet jetzt an und irgendwann ist es wie ein Baumkuchen. So, Zalva, dann lass mal gucken. Oha! Okay. Okay, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Hier sieht das, hier hast du irgendwie eine ganze Seite voll vergessen. Die Seite, wo du angefangen hast, sieht auch richtig für den Arsch aus. Das Ding gehört komplett zu einem Teil. Ah ja. Wo habe ich denn vergessen? Achso, hier vorne. Richtig so, frech, ja. Ich gehe. Katharina. Geh doch nicht. Geh nicht. Wann hast du eigentlich das letzte Mal deine Freundin gebumst? Ich meine dich, Zalva, ne? Du, mich. Ja, meinst du, ja. Katharina hat eine Freundin gebumst? Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist sie bi. Bist du bi? Ja, dann frag sie doch mal. Jetzt hast du gerade gefragt. Nee, hab ich nicht. Ich hab dich gefragt. Ich bin nicht bi, ist ja klar. Wieso ist das klar? Hast du es denn schon mal ausprobiert? Nein. Ich meine, du bist ja im Sommer hier. Wir können ja mal rumprobieren. Ich kann gar nichts probieren, Nase.
Mal dir bloß nichts vor hier. Ich habe neulich, ich weiß nicht, kennst du das? So bei Instagram und so gibt's das. Dieses Spotted. Also man, es ist, das ist eine Gruppe und dann, wenn du jemanden suchen tust, zum Beispiel so, bei uns heißt das zum Beispiel Spotted Bremerhaven, dann kannst du da so Sachen machen wie von wegen, ich spotte die Frau, die bei Burger King arbeitet. Sie ist blond, 1,80, hat gestern gearbeitet zum Beispiel so. Kennst du sowas? Nee, sag mir nicht. Solche Gruppen sagen dir nichts. Naja, auf jeden Fall habe ich da einen Beitrag neulich gesehen, vorgestern oder vor 3 Tagen. Da sucht jemand, ist neu hier und sucht jemanden zum Waschen. Also sie, er oder sie hat sich verschrieben und meint zusammen wachsen, aber hat geschrieben zusammen waschen. So, dann musste ich natürlich kommentieren und hab gesagt, was denn waschen? Auto waschen, sich gegenseitig waschen, so. Weiß man ja nicht, ne? Oh, hey, wie läuft's? Spritzt du immer noch gerne durch die Gegend? Teilweise spritzt du immer noch gerne durch die Gegend. Ich hab gerade eine SMS gekriegt. Ich habe heute ein anderes Wohnmobil knapp verpasst. Dieses Ding war hässlicher als Chihuahuas. Der eine Wespe kaut, aber es wäre mein kleines wespenkauendes Chihuahua. So irgendwie so. Warte mal, konnte ich nicht hier irgendwie meine E-Mails sehen? Ach so, die Ingame-E-Mails. Ja. Also Mann, ich denke schon, ich hatte manchmal wieder was. Aber es wäre mein kleines wespenkauendes Chuchu gewesen. Ja, auf jeden Fall, bei dieser Gruppe ist halt zusammen waschen. So, und wir waschen ja jetzt auch zusammen, ne? Und vielleicht möchtest du ja, wenn du hier bist, mit mir zusammen auch in echt waschen. Weiß man ja nicht. Möchtest du zusammen waschen, wenn du hier bist? Geschirr waschen zum Beispiel. Kannst du alles selber machen. Aber ich kann das auch nicht. Mein Geschirrspüler ist seit einer Woche fertig. Teilweise. Seit einer Woche. Aber niemand will ihn ausräumen. Wie findest du das? Du willst auch bestimmt, schlecht, ne? Du willst auch bestimmt deine italienischen Geschirrspüler-Ausräumtechniken zeigen, oder? Möchtest du doch. Habe ich recht? Ja. Ja. Ich glaube, du machst das bestimmt ganz anders wie so ein Deutscher. Vor allem weiß ich jetzt schon, dass ich bestimmt die... Ich muss... Wie lange würdest du hier sein, wenn du zu mir kommst? Ein Tag. Ein Tag nur? Dafür fährst du so weit? Für einen einzigen Tag? Das lohnt sich ja gar nicht. Meine Dates sind ja länger da wie du. Ich bin auch kein Date. Oh Mann. Ja, aber das ich ist bin nur der Probetag. Der Probetag? Ja. Was für ein Probetag? Ja, um zu gucken, wie es läuft. Ja, ich will ja gerade sagen, wenn du jetzt zum Beispiel so 5 Tage hier bist, ich glaube, ich muss danach eingewiesen werden, weil ich bestimmt nur am Schreien wäre, wenn du alles falsch machst. Du, da denkst du hinterher, dein Nachbar ist ein Engel, denkst du hinterher. So lange bleibe ich eh nicht, Hase. Ich kenne mich doch. Flüchtest du vorher? Ja, klar. Ich meine, zu deinem Besten. Woher kommst du, Salva? Aus Mannheim kommst du, glaube ich, ne? Ja, genau. Baden-Württemberg. Kann ich mir merken. Aus Baden-Württemberg. Also bei dir ganz in der Nähe bestimmt, Katharina. Ihr wohnt ja alle so weit im Süden. Also ist deine Chance, dass ihr euch wirklich treffen tut. Bei Trautmann ist sie auch ständig. Also du hast gute Chancen. Nur ich bin wieder der Gearschte. Ich glaube, ich nenne mich nicht Hoppelhase Gaming Server, ne, also auf Discord, sondern Hoppels Love Talk oder irgendwie sowas. So Love Paradise oder irgendwie sowas. Weil alle kriegen was ab, nur ich nicht.
Hey, da war so viel Müll, hä? Das Spiel wieder, Digga. Wie weit ist in Mannheim von dir weg, Katharina? Salva ganz neugierig jetzt, wartet auf Antwort. Ich bin nicht neugierig. Ja, ja. Wie weit ist Mannheim von dir weg? Erzähl mal. Aber Trautmann kam doch auch aus Mannheim, oder? Wie alt ist denn der Trautmann? Der ist älter wie ich, ja? Ja, der ist auch älter wie ich. Was ist denn hier für ein Graffiti-Scheiß? Ein Veteranentyp. Ich war noch nie bei Trautmann. Ja, ja. Ihr seid komischerweise immer gemeinsam weg. Ja, weg bedeutet nicht, dass sie zusammen kommen. Ja, irgendwas hat sie heute davon geredet, sie will von Trautmann befruchtet werden, irgendwie sowas. Irgendwas hat sie da geschrieben. Kann sie doch gerne machen. Ich habe kein Problem damit. Solange sie mir zumindest seelisch treu bleibt, alles okay. Solange du auch mal reinspritzen darfst, ne? Da geht das, ne? Sei ehrlich, du würdest. Du würdest, eine Ladung würdest du reindippen. Wie Nachos in Käsesoße. Naja, wer nicht? Ich meine, Sex ist eine Freudenaktivität, ne? Ja. Macht jedem Spaß. Ja. Auch Frauen, so ist es nicht. Ja. Ich kenne Frauen, die sind sexgeil, ohne Witz. Ja. Meine frühere Ex, Digga. 2,5 Stunden von Mannheim. 2,5 Stunden wohnt sie von dir weg. Die wollt immer. Und aus Neugier, wie weit bist du vom Bremerhaven entfernt? Auch wenn ich jetzt wüsste, wie weit Dingsen weg wäre. Was, von Mannheim? Ja, von Mannheim. Ich hab geguckt. Sind fast 5 Stunden. Was, Bremerhaven? Ja, von Mannheim bis Bremerhaven. Mit dem Auto oder mit dem Zug? ICE. Bring mal die Graffiti hier weg. Ja, auch mit so einem Strahl. Mit so einem ganz... Ich mach's gerade mit dem Grün. Nee, mit dem Grün habe ich das nicht hingekriegt. Ich doch. Dauert noch ein bisschen länger. Ein paar Mal mehr hin und her schwingen. Schwing dein Ding. Sag ich auch immer. Schwing dein Ding. Schwingi. Es gibt einen Song von F-Crime. Die haben ein schönes Song. Den kann ich jedem empfehlen, den Song. Der ist richtig cool. Von F-Crime? Sind das nicht diese... Prank-Dinger? Pranken die nicht normalerweise? Hä? Nein, keine Ahnung, von was du redest. Ist nicht A-Prime, sind das nicht die drei Leute da mit Jengis? So heißt der ja, eine? Genau. Ja, die machen ja auch Pranks, oder nicht? Aber die haben sich ja getrennt. Nein, die haben sich nicht getrennt, die haben nur... Sich aufgelöst, natürlich, die sind getrennt. Der eine hat sich gestritten und alles. Nein, die wohnen zusammen. Nein, schon lange nicht mehr. Doch, die wohnen zusammen in einem Komplex. Der André und der Jan, die wohnen zusammen. Nur der Genghis wohnt nur in einem anderen Apartment. Der Lange hat sich doch mit denen gestritten und hat doch seinen eigenen Content gemacht. Das ist doch schon zwei Jahre schon. Das ist schon alt. Ja, aber die sind, also das Letzte, was ich gehört habe, die sind zusammen wieder. Die zwei. Die wohnen in einem selben Wohnkomplex. Die haben doch ein Video gemacht. Der nur von 2 Monaten her ist. Ja, aber die heißen auch nicht mal Appcrime. Ja, die haben noch ihren Appcrime-Account. Die haben immer noch ihre, von da, von dort kriegen sie doch ihren Geld. Von den Abonnenten da. Die haben auch 1 Million. Und die haben zusätzlich eigene Kanäle. Weil die, den teilen sie sich ja.
Das wird gerichtlich ja festgelegt. Und jetzt hat jeder sein eigenes, wie zusätzliches Content zu machen. Eigenes. Also Katharina wohnt von mir 4,5 Stunden weg. Wir wollen ja auch... Dann muss sie die in Köln wohnen. Sie will ja auch demnächst eine Grillparty beim Trautmann machen. Kommst du auch? Da muss man erstmal wissen, wo Trautmann wohnt. Ja, auch doch bei dir, oder nicht? War das nicht auch Mannheim? Hat er doch mal geschrieben gehabt. Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, der wohnt auch Ich glaube, ihr seid Nachbarn. Nachbarstädte. Guck mal, das ist bestimmt... Dein Nachbar ist wahrscheinlich Trautmann. Weil er ist auch so ein verbitterter Greis. Trautmann ist auch so ein verbitterter. Und dein Nachbar auch. Vor allem, warum nennt er dich denn Luigi? Nur weil du Italiener bist? Das ist ganz schön rassistisch. Nein, das hat damit was anderes zu tun. Willst du die kleine Geschichte hören? Weiß ich nicht. Ist das eine rassistische Geschichte? Nein, wieso ist Rassist, wenn er mich Luigi nennt? Das ist nur ein Spitzname. Ja, aber, hä? Du nennst mich ja auch nicht deutsche Kartoffel oder so. Hä? Luigi ist doch nicht... Hä? Da muss ich mich der Italienisch... Da muss ich mich Spaghetti nennen. Nee, Luigi ist doch ein Dings. Luigi ist ja Italiener. Ja, aber es ist nur ein Name. Wie wenn ich sagen würde Luca. Oder zu einem Russen sagst du Gorbatschow. Ist auch nur ein Name. Oder Wodka. Hey, Wodka! Na, musst du sagen, hey, du Wodka. Du Wodka. Ich Becks Bier. Ja, ich Eichbaum. Aber das sind Firmennamen. Kannst du nicht vergleichen mit normalen Namen. Vor allem, die sind patentierte Namen. Die darfst du nicht mal ein Kind diesen Namen benennen. Darf Katharina dich auch Luigi nennen? Ist sie dein Mario? Ist sie deine Peach? Ja, die wäre meine Peach, genau. Nein, die wäre meine Daisy. Ich bin ja Luigi. Naja, Daisy ist es ja, ne? Die andere Prinzessin. Genau. Eine Prinzessin pro Klempner. Aber ganz ehrlich, die Sache ist so gewesen. Ich habe einen Kollege gehabt, der ist dick gewesen. Ziemlich robuster Dude. Ich glaube, der war 140 Kilo. Aha. Ziemlich klein. Noch kleiner wie ich. Und ja, dann stand er neben mir. Und der eine Kollege von uns hat er gemeint, jo, weil der hieß auch Mario, ne, mit Name, im Echt. Und dann hat der andere gemeint, ey, ich hatte ja was Grünes angezogen, er was Rotes zufälligerweise an dem einen Tag. Und dann waren wir noch nebeneinander, wegen Yu-Gi-Oh!-Karten, haben wir irgendwas diskutiert gehabt. Ja, und dann kam der vorbei mit seinem Fahrrad, kommt in den Laden rein und dann sieht er uns und sagt, meine Fresse, ich sehe vor mir ein Mario und ein Luigi. Und somit habe ich meinen Namen so getauft bekommen. Ja, aber ist ja nicht dein Name. Also ich glaube, damit wird er dir nur zeigen, dass er was Besseres ist wie du. Jetzt pass auf. Der tut einen auf Klugscheißer, dieser Dude. Aber der hat weder einen Job, weder eine Behausung, nur hat er irgendwas, was er sich eigen nennen darf, nur hat er eine Frau. Er hat ein Mädchen gehabt, er hat ein Kind, aber ein Kind darf er nicht mehr sehen, weil, ja. Ja, und warum muss er denn morgen früh aufstehen? Nicht der hier. Ich rede von einem ganz anderen Nachbarn. Ach so, ich rede von dem. Ich rede von irgendjemand anderem. Der nennt mich Luigi, weil der Typ, wo ich da gerade erzählt habe, der hat mich damit getauft. Mit dem Namen. Mit dem Spitznamen. So, und ja, der tut einen auf Klugscheißer. So ein richtiger deutscher Klugscheißer. Aber ich habe einen Job, ich habe Freundin,
aktuell. Und ich habe Geld, ich habe Gesundheit. Ja, wo ist denn dein Geld? Ich habe noch bis jetzt noch nicht einmal gesehen, dass du hier Geld gelassen hast auf diesem Kanal. Weißt du, wegen PayPal, Digga. Ich kann dir PayPal so schicken, wenn du mir deinen Namen gibst. Dann gebe ich das so. Dann kriegst du es halt nicht über Twitch nicht. Aber dann steht da dein Name nicht. Ja. Du kannst aber so nachträglich, wie ich, obwohl das ist ja eine private Spende dann, ne? Ja. Ja, deswegen. Ja, dann geduldig, bis ich das Scheiße wieder hingekriegt habe. Dann zählt das auch nicht mehr als Support. Dann ist das einfach nur eine freundschaftliche Geste. Na, eben. So, und deswegen nenne ich mich jetzt einfach nur Luigi immer. Sieht gut aus, oder? Aber ganz ehrlich, Hase, mir war das sogar damals recht, dass sie mich so genannt haben die ganze Zeit in Ludwigshafen. Nein, das ist eine Nachbarstadt von Mannheim. Und das kam mir sogar zurecht, weil so, wenn die irgendeine Scheiße gebaut wird, polizeimäßig oder so, die können nur sagen, ja, der Typ heißt Luigi, mehr wissen wir nicht. Ne? Ja, ja. Ja, dann bin ich aus dem Schneider, ne, weil mein Name ist ja ein anderer. Und die wissen nicht, wie ich wirklich heiße, ja, hat mir gelegen. Hi, ja. Ja, was gibt's? Ja. Was willst du? Schuss! Schuss! Ah, hast du gut abgewehrt. Ich stehe nur rum. Und ja, Lasche. Aber du hast abgewehrt. Aber ja, ich passe rüber. Und Schuss! Ah, Pfosten. Pfosten und Eckschuss. Und du. Und Tor! Tor! 1-0. Oh Mann, oh Mann. Hast du gesehen, da stand dein Name, ne? Muss ja eigentlich nicht die eine Mädchen jetzt kommen, weil wir waschen. Die, wo auch dann in ihren Stream waschen, spielen gemacht hat. Shinji. Ah, Shinji, die, genau. Was ist mit ihr? Die war heute schon bei Fortnite da. Ah, lebt die noch? Oh, okay. Na, guck, ich erkunde mich über unsere Community und du sagst, ich interessiere mich nicht für die Community. Ich frage nach. Ich frage nach von Trautmann, ich frage nach Neptun, auch wenn der immer unfreundlich ist zu mir. Guck mal, obwohl ich ihm nichts gemacht habe. Kati und Katze? Oh, Katze. Hä, hey, da war voll viel Müll, hä? Einfach sauber, von alleine. Ja, moin. Ah, weg hier mit dem Schmutz. Wer, wo, Schmutz? Hier, die Planken sind voller Schmutz noch. Aber die gehen nicht weg, hä? Weg! Die gehen nicht weg. Das. Lol, mit dem Mini-Ding geht. Mal jede kleine Pissel machen. Ach, das ist ein Drehding, oh wie geil. Den habe ich ja ganz vergessen. Ausrüstung aufheben und platzieren. Was sind das? Hast du was Neues gekauft? Was? Ich habe noch gar nichts geholt. Bei mir standen da Ausrüstung wechseln. Also, ich klau mir nicht meine Show hier. Ja, okay. Kann ich deinen Hocker haben? Ich kann deinen Hocker haben, ne? Was ist los?
Was los, Salva? Warum schreibst du sowas? Die Arme. Hä, da steht auch einfach nur Schwein. Ja, weg. Beweise vernichten. Ich muss wegen diesem unnötigen Chef hier die Beweise vernichten. Vernichten. Hier gibt's nichts zu sehen. Oh, 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 oh. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich hab ein Abo gekriegt auf YouTube! Ein Abo! Ein Abo auf YouTube! Oh, dann bist du jetzt Gleichstand mit diesem. Aber ich sehe das nicht. Ich hab's nur gehört, aber ich sehe das nicht. Wie? Immer noch 350. Ja. Klingt das irgendwie, oder wie? Weiß ich nicht. Also auf Twitch kam gerade die Benachrichtigung, dass ich ein Abo gekriegt habe. Auf YouTube? Sind die verkuppelt? Ja, hab ich ja gemacht. Dass mein Alert, dass während ich live bin, einen Alarm kriege. Oder war das ein Follower? Ja, aber auf YouTube ein Abo. Von Ploppy. Das ist ein Kind. Wieso? Der Name kann nur vom Kind kommen. Ja, aber vielleicht hat er den Namen ja schon seit 20 Jahren. Vor 20 Jahren war er ein Kind und jetzt ist er erwachsen. Was sagst du jetzt, ne? Mit YouTube schon seit 20 Jahren? Ne, seit 2012, glaube ich, ne? Ja, vielleicht hat er den ja seit 2012. Manchmal verstehe ich das früher auch nicht. Ja, man muss ja nicht zu 100% machen. Das reicht schon immer, wenn man so ein bisschen. Ja, manchmal. Manchmal schon. Manchmal ist er pingelig. Ja, am Ende ist er. Am Ende ist er pingelig. Wenn so ein Fleck fehlt. Hallo, machst du gerade den Mod kaputt? Du hast das Schwein abgespritzt. Warum spritzt du denn aufs Ich will aber irgendwann fertig werden mit dem Schmutz hier. Und wie viele Leute spielen das noch, das Spiel, heutzutage? Weiß ich nicht. Bestimmt auch eine Menge. Bestimmt eine Menge. Na, glaube ich. Und es ist kein Spiel, es ist ein Job. Ein Blödjob. Ein Job, Salva. Wir verdienen hier echtes Geld, damit ich morgen mal wieder eine Pizza kriegen kann. Weil es ist im Moment bei Domino's 2 Pizzen bestellen. Und die zweite kostet nur 2 Euro. Teilbar. Nur 2 Euro. Also meine Eltern sagen, wenn du 3 Pizzen bestellst, gibt es eine oben drauf geschenkt. Das ist ein besseres Angebot. Aua! Was ist los? Es vibriert voll. Was ist passiert? Du hast mich abgeschossen. Ey, hab dich nicht abgeschossen. Wie kann ich denn den vernünftig waschen? Kann man das Ding hier verschieben? LOL! LOL, Salva. Guck mal, ich habe ein ganzes Geländer hier. Da kann ich ja von hier oben ordentlich waschen, Salva. Da kann ich auch richtig waschen, Salva. Guck dir das an. So arbeiten Chefs. So arbeiten Chefs. Richtig mit Geländer und allem. Ne, so richtig faul wie ein Geländer. So, jetzt gehe ich eine Etage höher und dann bin ich hier.
tut sich Schwein das hier eigentlich sich, ach ja. Ich wollte gerade fragen, ob Schwein sich das antut, das schreibt sie. Als ob du darauf nicht gekommen wärst mit dem Geländer. Ich hätte nicht gedacht, dass man den verschieben kann. So. Ich wäre doch niemals darauf gekommen, dass man den verschieben kann. Weil so ein ganzes Geländer einfach so in die Hand nehmen, so boop. Wärst du etwa darauf gekommen, dass du ein ganzes Geländer einfach per Hand mal eben woanders hinschleppen kannst? Oh, ich habe eine E-Mail gekriegt. Ich konnte nicht übersehen, dass in deiner Anzeige Powerwash steht. Du weißt, dass da heißes Wasser im Spiel ist. Du solltest deine Werbung im Hochdruckreinigung... Warte. Du solltest deine Werbung in Hochdruckreinigung ändern, es sei denn, du planst bald aufzurüsten. Verstehe ich nicht. Nee, wir planen hier bankrott zu werden. Nein, planen wir nicht. Bleiben wir doch. Ich wäre einfach nicht davon ausgegangen, dass ich das Geländer hier einfach verschieben kann. Meine Hand tut weh, wie viel noch? Oh, ja, ja. Weine nicht, wenn die Hand schmerzt. Dam, dam. Dam, dam. Weine nicht, wenn die Hand schmerzt. Dam, dam. Dann würde ich lieber jetzt stundenlang Muschi lecken. Du würdest am liebsten 4 Stunden Muschi lecken jetzt? Ja, bei den Fischpreisen heutzutage, ne? Warum lachst du? Findest du das witziger, oder? Schon, irgendwie schon. Ja, aber ich gebe dir recht. Bei diesen Fischolini-Preisen ist schon... Wie schmecken deine Freundin? Schmeckt die halt nach Sushi. Nach Sushi. Ohne Witz, nach Sushi, ohne Scheiß. Mit Reis oder ohne Reis? Na ja, ohne. Wenn ich mit Reis haben will, dann muss ich dir sich Mühe geben, meine Sis, ne? Wie oft trifft ihr euch eigentlich? Ja, so oft, wie sie will halt. Ja, weil gefühlt habe ich irgendwie das Gefühl, ihr trifft euch eigentlich nie. Ich bin immer noch der Meinung, sie existiert nicht. Genauso wie bei Trautmann und seine Frau. Ich glaube, die existiert auch nicht. Ja, Hase, also nur weil du gerade noch keine Beziehung hast, bedeutet nicht, dass die ganze Welt keine Beziehung haben. Ja, aber ich glaube einfach nicht, dass ihr beide Frauen habt. Weil es kommt einfach nicht so rüber, als hättet ihr Frauen. Weil Trautmann hat auch... Dass ich Zeit für dich habe. Ja, aber wenn du nicht Zeit für mich hast, dann bist du bei deinem Nachbarn. Ich höre nie, dass du bei deiner Freundin bist. Ja, doch. Und bei Trautmann ist das auch so. Wenn er keine Zeit für mich hat, ist er nur am Pokern oder am Keller. Ich höre auch nie, dass er bei seiner Frau ist. Ihr habt gar keine Frauen. Das sagt ihr nur, damit Katharina eifersüchtig ist. Ja, das ist so weiter raus, ihr seid gehergeholtere. Nee, weil es ist ja bewiesen, dass Sachen... Wo ist es bewiesen? Hä? Ja. Es ist ja bewiesen, Sachen, die unerreichbar sind, immer attraktiver sind als Sachen, die man schon hat oder haben kann. Ach so, das stimmt, das gibt dir recht, ja. Das ist aber eine psychologische Sache, ne? Ja, und deswegen... Weil man denkt, warum will die ihn haben, ne? Dann sagt die, der muss irgendwas haben, ne? Wofür sich lohnt, ihn zu haben zu wollen. Das ist diese Denkweise dann.
So ist es, so ist damit ich die Finger davon lasse. Nee, nee, nee. Ja, das natürlich auch, bei vernünftigen Menschen, ne? Ja, bei vernünftigen Menschen, aber bei Zalwa ist alles, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Nur beim Dreier muss er nachfragen. Was glaubst du, würde deine Freundin ja sagen? Keine Ahnung. Muss ich mal ansprechen. Wir sind ja sehr offen, ne? Also ja. Wir reden über alles. Ja. Und fragen kann man ja immer. Die kann immer noch Nein sagen. Und sagen, spinnst du oder so. Und was ist mit einem Dreier oder mit einem zweiten Kerl? Wir können probieren und so, kein Problem. Und mit einem Kerl, mit einem zweiten Kerl? Oh, da muss ich mich aber mental vorbereiten, Bär. Mit einem Hasen zum Beispiel? Niemals. Weil das Problem wäre dann, weil ich dich auch schon zu gut kenne, macht die Sache viel zu kompliziert dann. Ja? Mit einem Random, den ich noch nie im Leben gesehen habe. Oder wir haben uns auch noch nie im Leben gesehen. Doch, ich hab dich doch gesehen im Webcam. Ja, außer, aber ich dich ja noch nicht Webcam. Ich hab doch mein Bild gesehen. Ja, auch außer, nur ich hab dir Bilder geschickt von mir. Ja, nur Bilder, ja, mehr nicht. Was sind denn schon Bilder? Außerdem, wo ich mein Handy, warte mal, ich muss mein Handy nehmen, weil der muss ja doch bald fertig sein mit dir. Du wolltest mir auch schon längst ein Foto von deiner Freundin mal schicken. Ja, ich habe gesagt, wenn es mir erlaubt, weil ich mache nichts, was sie ihr verärgern tut. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Moment, hat mir geschrieben. Das Schwein hat dir geschrieben. Ja, wie jetzt? Krieg ich jetzt nichts zu essen? Weil die Nudeln abgelaufen sind? Weil das Fleisch ist abgelaufen, hat er gemeint. Ja, du, dann krieg ich morgen von dir 2 Euro. Entweder morgen das Essen, wie du versprochen hast, oder 2 Euro. Kannst du dir aussuchen, Zippe. Super. Hast du dafür bezahlt, ohne dass du was gekriegt hast? Also ich gehe auch nicht ins Restaurant und zahle erst. Erst wird gegessen, dann wird bezahlt. Ja, sonst gibt ihr nie Ruhe. Deswegen mache ich es lieber so, habe ich meine Ruhe. Dann hätte er uns noch länger aufgehalten. Nee, es gibt ja auch sowas wie rausschmeißen. Es gibt ja auch sowas wie rausschmeißen so. Und das hättest du ja in Anspruch nehmen können. So von wegen, so, ich schmeiß dich jetzt raus, tschüss. Ja, ich bin kein böser Mensch, das weiß er, deswegen hängt er bei mir, er denkt, ich bin sein Bruder und so. Ey, du bist mein Bruder. Ja, jeder will mich als kleiner Bruder haben. Du bist mein, ja, aber du bist mein kleiner Bruder, der ständig in die Hosen scheißt. Nee, tu ich nicht. Nee, tust du nicht, aber du wärst wie so ein Bruder, der ständig in die Hose scheißt. Du bist dieser diesen Hosenscheiß, Bruder. Kennt man doch. Guck mal, ich hab gleich mein Tor mir fertig, du. Ja, ist ja schön. Ich hab hier die komplette Seite schon fertig. Ja, eine Seite. Ich hab hier einen ganzen Turm. Einen ganzen Turm, mein Freund. Ich hab eine komplette Außenrumseite. Was willst denn du? Ja, eine Seite. Eine komplette Außenrumseite. Also ich sehe nie Geld von dir. Nur ich bringe das ganze Geld hier in die Firma. Oh Mann, zum Glück habe ich gekündigt, ey. Ja, aber 4 Wochen Kündigungsfrist, ne? Nein. Ja. Eine fristlose Kündigung. Nee, danach hast du ja sonst Sperre. Fristlose Kündigung. Nee, 4 Wochen Kündigungsfrist. Aber weil du ja schon bei mir länger arbeitest, 2 Monate Kündigungsfrist. Ich kündige sofort auf der Stelle. Ich will keine Probleme mit dem Gesetz kriegen. Hinterher verklagst du mich. Ich verklage hier niemand. Ich lebe bei meinen Eltern und gut ist. Aber wenn ich nur ein Praktikum, Digga, was gibt es hier zu verklagen? Wo gibt es hier Kündigungsrechte? Du bist hier? Aushilfe. Oh, jetzt auf einmal aufgestiegen. Ja, weil du gemerkt hast, dass du nicht so viel Geld verdienst.
Lol, ich komme nicht dran. Du hast gesagt, Bruder, mein bester Chef, Weihnachten steht vor der Tür. Das war ja noch zu Weihnachtenzeit. Und dann habe ich dir... Oh, viel zu nah, glaube ich, ne, bin ich. Und dann habe ich dir aber ordentlich das Geld überwiesen, du. Aber ordentlich. Du hast mir Almosen geschickt. Schäm dich. Wie fandest du eigentlich Cult of the Lamb? Ich meine, du hast ja extra gewartet, dass du deinen eigenen Tübi machen kannst. Und keine 5 Minuten später warst du tot. Ja, wessen Schuld, war so klar wieder. Ja, aber wie fandst du das? Ich fand's witzig. Du wolltest unbedingt, du hast so, ja, ich will unbedingt dabei sein, unbedingt, unbedingt. Hab mich enttäuscht. Ich dachte, du machst viele, ganz viele Hasen oder ganz viele Schweine. Ich habe unterschiedliche gemacht, hä? Ja, du hast Standard gespielt. Habe ich gar nicht. Ich habe voll viele Hasen und Schweine, habe ich ja, wegen ganz viele Kinder. Ich habe ja Ferkel, Porky, das sind alles Schweine. Ich habe Hoppelbibi, Hoppelbot, das sind alles Hasen. Na, so weit war ich nicht dabei. Guck mal, ich habe schon wieder Geld in die Firma gebracht. Warum ich hasse das immer? Warum kann das nicht einheitlich sein? Du kannst auch eine Dingsen nehmen, ne? Eine Leiter oder ja. Dingsen, ne? Leiter oder. Am Ende kann man ja sehen, was ich alles gewaschen habe und was du. Ja, am Ende sehen wir ja dieses Speed-Ding, ne? Ja, stimmt. Das ist immer so lustig. Und dann sehe ich nur, wie du die ganze Zeit nur rumstehst. Mein Controller geht aber die ganze Zeit ab, ne? Wie Schmitz Katze, ey. Also unten müsste jetzt alles sauber sein. Komm in die Ecke nicht dran. Ja, dann nimm doch so einen Hocker. Einen Hocker hast du, eine Leiter hast du. Vor allem, ich musste meinen Turm von innen und aus machen, ne? Kannst du bei dir ein Gebäude auch rein? Nein, ne? Ich musste von innen und außen. Weil ich bin Chef, ich habe hier die meiste Arbeit. Ob wenn ich Geld bringe, merkst du nicht. Hast du Geld gebracht? Ja, siehst du, hast du nicht mal mitbekommen. Ich hab's gehört. Aber ich dachte, ich wäre das gewesen. Was ist das denn hier? Hier hat einer eine Fledermaus als Graffiti. Hier kommen wir nicht mehr weiter. Vor allem, wie haben die Leute denn hier so eine Fledermaus hingemacht? Hat doch gar keinen Sinn. Da, das war ich. Warum spielt man eigentlich das Spiel? Vor allem, das ist ja auch wirklich nicht mal eben so. Also alleine, ne? Ich schwöre dir, alleine könnte ich das nicht. Guck mal, ich brauche hier Ewigkeiten für so einen Turm. So, und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass ich jetzt noch die ganze Feuerwache da hinten machen müsste, die du währenddessen die ganze Zeit machst, ich würde ja richtig abkotzen. Ja, meine Hände tun schon weh. Hä? Du musst auch nur einen Knopf drücken. Nee, ich muss meine Daumen bewegen. Warum dein Daumen?
Ja, wegen der Steuerung hin und her zu schwingen. Aber du machst mit dem Daumen doch nicht, das machst du doch mit der Handfläche. Nee, ich mach mit dem Daumen. Ja, der Daumen, der liegt, berührt die Maus dann auch nicht mal. Ich hab Controller, Hase. Ach ja, genau. Dann benutzt auch Tastatur. Nein, ich bin kein Tastaturmensch. Jetzt spielst du LOL mit Controller? Nein. Siehst du, also lügt doch nicht. Ja, aber solche Spiele wie das hier zum Beispiel. Jump'n'Run und so, die spiele ich mit Controller. Das ist kein Jump'n'Run. So ähnliche. Wo du nur einen Charakter steuerst. Commander Conquer zum Beispiel spiele ich auch nicht mit Controller. Das ist quasi wie so ein Shooter-Spiel. Was wir hier spielen. Und die spiele ich auch mit Controller, schon vergessen. Ja, aber mit Maus und Tastatur ist Shooter besser. Nein, weil da bin ich überfordert mit dem Tasten. Das sagt dir jeder Heilpraktiker. Die sind nicht ich. Alter, wenn ich nach Schmutz gucke, ne? Dein Gebäude ist noch komplett schmutzig. Ich habe hier die Seite noch nicht gemacht. Hier ein Viertel hier. Oder warte mal, ich muss mal hier hinten. Oh mein Gott, hier hinten geht's ja auch noch ab. Da ist das viele. So breitflächig. Außerdem oben habe ich noch gar nichts gemacht. Nee, oben habe ich schon ein bisschen für dich gemacht. Ja, dann mach du oben, nicht hier unten. Nee, ich meine, ich habe für dich oben schon mal ein bisschen was gemacht. Heißt nicht, dass ich alles mache. Ich mach hier mal. Ding. Ich hab hier mein Gebäude. Das Schlimme ist, ich hab die größere Arbeit hier, weil ich hab eine riesen Fläche, die zählt dann später. Ich muss meinen Turm von innen und außen. Von innen und außen. Wir müssen nur genug abspritzen. Dann zählt er das Ding als fertig. Muss ich das jetzt wirklich hoch? Ich glaube, da oben ist zu viel Dreck, ne? Ich muss da unbedingt hoch, ne? Ja. Ja! Geschafft. So, mein Turm ist fertig. Warte, ich mach mal von innen noch Kontrolle. Ist hier noch irgendwas dreckig? Komm ich nicht hoch. Irgendwas dreckig? Ist noch irgendwas dreckig? Drück die ganze Zeit den Knopf, aber ich glaube, ich habe nichts aufblitzen sehen. Das Einzige, was aufblitzt, ist dein Ding. Okay, ich bin mit meinem fertig. Ich komme mal zu dir. Ich helfe dir mal. Du hast ein Fenster gereinigt. Warte mal, ich hol mal den Hocker. Den Hocker. Da war den Hocker, hol ich uns. Eigentlich die lange Seite ist eigentlich fertig. Gott sei Dank, Salva.
dass du mal was getan hast. Der reagiert auch null, ne? Teilweise siehst du nicht, was da so steht. Ein kleiner Hocker, ja. Hä? Ich seh's doch, ich konzentriere mich, ich will das Spiel fertig haben. Volle Konzentration, Cyber. So finde ich das gut mit meinen Mitarbeitern. Volle Konzentration bei der Arbeit. Finde ich gut. Ah ja, nur ein guter Arbeiter ist ein guter Arbeiter. Und ich bin ja auch noch ein Sizilianer, ne? Kann man eigentlich... Wir haben das gewisse Etwas. Waschen, waschen, waschen. Waschen, Cyber, waschen, 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 wasch. Cyber, waschen, waschen, Cyber, waschen, waschen, wasch. Cyber, waschen, 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 Cyber, wasch. Jetzt wasch doch mal, Cyber, wasch doch mal. Wie ist Kat? Kati? Katharina? Kati ist die Abkürzung für Katharina. Das ist wie mit Salvi. Da ist aber kein Haar dabei. Ja klar, ist da ein Haar. Guck mal, nein, da. Bei den Salvi. Ja, Beweise vernichten. Ich wette mit dir, du weißt nicht mal, was auf Englisch stand. Können wir jetzt nicht mehr wissen, ne? Ist alles weggewischt. Naja, Katharina weiß das ja, weil sie hat rumgemeckert, dass ich das da hingeschrieben habe. Ja, dann war es ja was Unanständiges, wie man dich so kennt. Hä, da war voll viel schwarz. Da war nichts mehr schwarz. Das habe ich sauber gemacht, ich bin Chef. Taiwan? Ja. Da ist ein Fußball. Wo ist ein Fußball? Hier bei mir, oh, ich habe eine E-Mail gekriegt. Doc, hier ist Leonard, Colts Vater. Wann kannst du vorbeikommen? Ich habe etwas richtig Schmutziges für dich. Teilweise braucht jemand unsere Hilfe. Was richtig Schmutziges für uns. Wenn das sich nicht gut anhört. Was Schmutziges, Salva, was Schmutziges. Du stehst auch auf schmutzige Sachen. Oder, Salva? Salva steht auf schmutzige Dinge und auf Fisch. 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 Mann, Mann, Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also kann ich ordentlich waschen.
Salva steht auf schmutzige Dinge. Auf schmutzige Dinge und auf Fisch. Bin allergisch gegen Fisch. Und deswegen leckst du deine Freundin die ganze Zeit. Die ist doch kein Fisch. Sie ist doch kein Fisch. Ja, aber ich dachte, ihre Mumu ist Fisch. Schmeckt nach Sushi, hast du gesagt. Deine Worte waren, es schmeckt nach Sushi. Ja, schmecken, aber bedeutet nicht, dass es... Hase, von was redest du da schon wieder? Mann. Ja. Das ist... Das nennt man eine Metapher, aber... Das nennt man ein feuchtes Thema, aber ein feuchtes Spiel spielen. Das nennt man ein versautes Thema. Aber wir spritzen, Salva. Bist du nicht gerade am Spritzen? Ich nehme so unnötige Informationen her. Bist du nicht gerade am Spritzen? Gibt so viel Preise ja wieder. Ich dachte, du bist am Abspritzen hier. Also ich spritze hier die ganze Zeit. Ich will wieder Totonauten spielen. Wieder ja, Trautmann Samstag, ne? Wehe Samstag lässt du Trautmann auch, ne? So 20 Minuten warten und so ein Scheiß, ne? Ja, der ist safe. Trautmann safe. Der ist mein Gegner, Mann. Hast du das vergessen? Der ist mein Rivale. Ja, ja. Also selbst der Schwein hat schon mehr gespendet wie du. Hä? Nein, ich rede von Katharina. Also. Ah ja. Ich muss aufpassen. Bald ist das Schwein eifersüchtig, weil keiner will das Schwein haben. Das Schwein hat bei mir immer ein offenes Herz. Immer. Ja, stimmt. Katharina ist ja nur so ein gehüpfiges gesprungen. Und Schwein ist einfach so was Längeres. Was Intimeres. Hui. Mit Katharina ist es ein Abenteuer. Ja. Für mehr ist sie nicht gut, ne? Warum? Für ein wildes Abenteuer hat jede Frau gern. Finde ich gut. Deine Einstellung gefällt mir. Es ist die Wahrheit. Ja, finde ich auch. Sagt Trautmann auch, deswegen ist sie auch das Community-Höschen. Nichts Neues. Ja, aber Schwein, du bist was für die Ewigkeit. Ja, aber Ewigkeit. Was längerfristiges. Was längerfristiges. Bei Ewigkeit gibt's ja nicht. Genau, wir sind ja hier nicht bei Disney, ne? Weißt du noch, als wir das Spielplatz gewaschen haben? Das war auch viel Schmutz, ne? Ich hab die Erinnerung daran gelöscht. Was hast du gelöscht? Die Erinnerung daran an den Spielplatz. Also. Aber das war so viel, ne? Der Spielplatz. Ja, 2,5 Stunden, ja. Ja, nur jetzt sind wir auch schon seit einer Stunde dabei. So funktioniert das besser. Ja. Besser, ja. Jawohl. Oh, Salva Geld verdient?
Und die haben Zeit, aber auch egal. Weil wir Geld verdienen. Also kriegt einfach nichts mit. Hä, oh, ich höre das doch. Ich höre doch, was du machst. Ich sehe doch, was du machst. Achu! 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 So richtig süß, ey. Entschuldigung. Dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen. So, korrekte Menschen machen das. Aber wenn du... wenn du... Aber nee. Du zeigst aber nur Schwäche. Nein. Warum, hä? Nein, ich sag Charakter. Na. Ich zeige starke Charakter, doch. Na. Du zeigst Schwäche, weil du dich für alles entschuldigen musst. Weil du nicht dazu stehst, was du tust. Steh doch mal wie ein Mann dazu. Ich stehe auch nicht dazu, dass ich genießt habe. Warum soll ich dazu, darauf stehen? Du musst niesen wie ein Mann. Nee, hab ich ja nicht. Nee, du niesst wie so eine Pussy. Und deswegen entschuldigst du dich auch wie so eine Pussy. Ne? Hauptsache, ich kann gut lecken. Mama, Mama, Mama. Und das wertschätzen die Frauen. Zumindest alle, die bis jetzt gehabt haben. Aber weißt du, Hase? Ja. Jeder hat irgendwo was Gutes, was er super kann. Was kann ich dann gut? Überlegst du gerade? Ich bin konzentriert und motiviert. Also ich rede jetzt vom von intimen Bereichen, ne? Ich nehme. Da war noch halbe Ding weg. Okay, einmal aus Rum gewaschen. Nur der Dach. Ja, dann komm ist hoch. Ist schon auf dem Dach? Ja, ich bin schon hier oben, ja. Ich mach schon hier das eine. Guck, ich bin hier oben. Ja, dann mache ich erstmal das, was ich von hier unten aus sehe. Waschi, 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 waschi. Waschi, 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 waschi. Das aber? Ich das nicht sauber. Links. Und rechts. Und wieder links. Und wieder rechts. Und wieder links. Und wieder rechts. Und wieder links. Und wieder rechts. Und wir sagen waschi, 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 waschi. Wir sagen waschi, 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 waschi. Und wir sagen, waschi, ja, kannst du ja Leitern benutzen oder das Gestell benutzen. Waschi, 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 waschi. Vorne am Haupteingang habe ich zum Beispiel eine Leiter hingestellt. Geronimo! Man hat hier einfach alles liegen gelassen.
Ja, ich gehe auch jetzt erstmal einmal hier grob rüber und dann mache ich gleich eben die feinen Dinger. Ich will dein allerbester Albtraum sein, wie keiner vor mir war. Ein Albtraum so, wie du es brauchst. Denn du bist mein Star. Für mich zwei Intro. Einmal Dragon Ball Intro, einmal Pokémon Intro. Schala, hey Schala, ich gebe dir heute Abend ein Albtraum. Ein Albtraum wirst du haben. Woohoo! Wir werden alle gemeinsam glücklich. Albtraum. Hey, und ich höre schon wieder meinen Namen. Nein, nein. Was? Wo? Wein? Was hast du denn da geschrieben? Ja, dann musst du dich da hinstellen, warte. Du musst dich da hinten hinstellen. Ja, da musst du dich hinstellen. Warum hat Schwein böse? Vor allem habe ich deine Postleitzahl auswendig mittlerweile, weil da einfach überall steht. Jo, das Dach ist fertig. Noch die ganze Fläche hier oben, mein Stück. Aber dafür kriegen wir richtig viel Kohle bestimmt. Und dann können wir uns für 2000 das Profi-Ding holen. Das Geld ist unwichtig. Das Geld ist wichtig. Die kriegen ja auch Erfahrung. Warum nehmen sie das Spiel nicht? Ich hoffe, die nehmen das Spiel bald raus. Ah, aus dem Game Pass. Hallo. Das wird bis zum Erbrechen gespielt, bis du arbeitslos bist und denkst so, ja, okay, ich hatte da ja mal noch einen anderen Job. Ich glaube, ich werde jetzt Hochdruckreiniger. Guck mal, stell dir mal vor, diesen Job machst du real. Habe ich gemacht, 1,5 Jahre lang. Nur nicht, dass ich hier das alles sauber machen musste, sondern nur im Hafen. Und dann hatte ich nur 4 verschiedene Modelle, die ich sauber machen musste. Diese, kennst du Vent Carriers? Diese 18 Meter hohen Dinger, diese Container so schnappen und auf LKW packen? Ja, die Krane. Ja, aber sowas gibt es halt Fahrzeug. Vent Carriers. Ja, mobile Krane. Ja, ja. So, die sind 18 Meter hoch oder so. So, die musste ich waschen. Ja, irgendjemand muss das mal machen. Ja, und ich musste die jeden Tag waschen. 8 Stunden lang. Ich hatte das gleiche an, was du jetzt auch anhast. Nur ohne diesen Helmschutz. Und ohne Rucksack. Sondern nur eine Jacke und mir flog das ganze Fett jeden Tag ins Gesicht. Ich habe sogar auf Facebook noch Fotos davon, wie ich so richtig kacke aussehe. Aber hat Bock gebracht. Also, deswegen wasche ich wahrscheinlich auch hier so gerne mit dir. Weil ich habe ja auch einen Arbeitskollegen gehabt. Mit dem habe ich mich ja super verstanden. Mit dem habe ich auch währenddessen immer gequatscht. Und siehst du, diesen Blödsinn mit diesen Schwein und so. Diesen Blödsinn habe ich real life auch gemacht. Das spiegelt wieder deine Seele, ne?
Ich habe so viel Blödsinn auf der Arbeit immer gemacht. Ich habe zum Beispiel, wir hatten so einen Container gehabt. Einen Container. Seife, damit alles viel schneller geht. Ja, Seife, Schmeife, sage ich immer. Auf jeden Fall, wir hatten so einen Container gehabt und da war unser Hochdruckreiniger drinne, weil das war ja so eine Riesenmaschine und dann hatten wir halt 80 Meter Schlauch oder so, ne? So, und da war auch unser Aufenthaltsbereich, wo wir uns dann, wenn wir kurz Zigarettenpause gemacht haben oder so, geschillt haben und so. So, und dann, er war wie du, so am Waschen und ich dann so im Container. Angenommen, du bist jetzt hier im Container drin, ne? Bist du am, ich bin so am im Container, du bist am Waschen, du siehst mich nicht. Und dann habe ich einfach Absperrband genommen, so Klebeband, und habe hier die ganze Tür zugeklebt. Einfach die ganze Tür zugeklebt vom Container. Einfach raus Jux. Einfach nur für seine Reaktion, was er sagt. Ich fand das lustig. Ich habe immer nur rumgealbert. Immer auf der Arbeit nur rumgealbert. Aber das, er war genauso pissig wie du immer. So. Also auf einer guten Art und Weise. Also er war nicht so pissig von wegen, oh, mit denen habe ich gar keinen Bock zu arbeiten. Sondern so dieses Genervte, so, oh, macht das schon wieder Humbug. Ja, 1:1 wie ich, ne? Das Leben spiegelt einen immer wieder. Ja, hat aber auch richtig Bock gebracht, sag ich dir, zu waschen. Aber ich musste da ja leider aufhören, weil jeden zweiten Samstag war Pflicht, zu arbeiten. Aber das waren Bonusstunden. Also quasi jede zweite Woche hatte man eine 6-Stunden-Schicht. So, wenn du aber schon 5 Tage arbeitest, hast du ja schon deine 160 Stunden voll. Und jeden zweiten Samstag war quasi Bonusstunden. So, 16 Stunden dann. So, ich habe das drei Samstage lang mir gefallen gelassen. Aber das Geld noch nicht gekriegt. Und dann habe ich gesagt, ich arbeite samstags erst weiter, wenn ich auch das Geld dafür kriege. Weil ich habe 2 Abrechnungen lang keine Bonusstunden gehabt. Ja, die werden wahrscheinlich zusammengerechnet als bei Urlaub oder so. Nein, er hat immer gesagt so, ja, er hat im Moment das Geld nicht dafür und sowas. Ja, dann er hat immer irgendwelche Ausreden gehabt. So, und er wollte mir einfach meine Bonusstunden nicht bezahlen. Und dann habe ich gesagt, ich komme samstags erst wieder, wenn ich auch meine Samstage bezahlt bekomme. So, na, und dann war ich den einen Samstag nicht da, wo ich hätte arbeiten müssen. Und dann habe ich direkt eine fristlose Kündigung gehabt. Und dann bin ich direkt zum Arbeitsgericht gegangen, habe gesagt, hier. Und dann wurde er am Arbeitsgericht gefickt. Dann musste er erstmal alle Stunden nachzahlen. Und er musste mir dann auch noch diese Gerichtskosten halt noch bezahlen. Dann musste er noch mir ein Zeugnis ausschreiben von Minimum eine Note 3. Dann hat er da irgendwelche Rechtschreibfehler drin gehabt, hat er direkt vom Anwalt nochmal einen Brief gekriegt. Hat gesagt, hier, mach mal anständig. Aber ich hätte da echt gerne länger gewaschen. Also, ich war da 1,5 Jahre lang, aber ich war da erst ein Jahr, also über ein Jahr über eine andere Firma drin. Die Firma wurde dann übernommen von diesem neuen Chef halt. Und dieser neue Chef hat halt diese Samstage nicht bezahlt, ne? Weil er ja gesagt hat, am Anfang hatte ich ja noch Verständnis dafür, weißt du? Er hat ja gesagt so, ja, alles neu, das muss erstmal alles sich einpegeln und so. So, und wie gesagt, ich habe das ja 2 Abrechnungen lang, also 3 Samstage habe ich ja gemacht, das sind 6 Wochen. 6 Wochen habe ich mir das angeguckt. Ja. Und dann musste ich ihn verklagen, ne? Apropos verklagen. Ich hätte schon beim zweiten Mal schon verklagt und fertig. Ja, verklagt habe ich ihn ja erst, als ich die fristlose Kündigung gekriegt habe, ne? Weil meine normale Arbeit habe ich ja gemacht. Ich habe nur diesen Bonus-Samstag nicht gemacht. Weißt du, auf den Montag bin ich da ja wieder hingegangen. Was stand da auf den Kündigungsbrief? Ja, wegen Arbeitsverweigerung, keine Ahnung. Ich weiß das nicht mehr, das ist schon 10 Jahre her. Selbst bei Arbeitsverweigerung muss er dir erstmal abmahnen. Kann ich nicht einfach fristlos kündigen beim ersten Vergehen? Doch, wenn du nicht kommst, doch. Aber das Ding ist ja, wie gesagt,
Dadurch, dass er bisher... Nee, du fällst unentschuldigt, wird der Tat nicht bezahlt. Das heißt es nur. Aber wenn du einfach gar nicht kommst, unentschuldigt, also auch keine nach... Wenn du auch nicht... Also es ist schon ein Kündigungsgrund, wenn du nicht einfach kommst. Nee, was ist, wenn da irgendwas dir passiert ist? Ja, aber ist mir ja nicht. Ist mir doch gar nicht. Ja, aber davon geht man da beim Gericht davon aus. Hallo, es gibt Gesetze. Dein Chef hat nicht, du hast sowieso die besten Chancen gehabt, weil er dich einfach nicht bis zu diesem kündigen dürfte. Ohne Abmahnungen. Man muss dreimal abmahnen. Ich habe doch auch keine Krankmeldung nachgereicht oder so. Ich habe ja gesagt, nein, ich komme nicht, fertig. Ja, aber selbst bei Arbeitsverhandlungen, ich würde sagen, okay, ich mahne dich ab, erste Mal Abmahnung. Wenn du nächstes Samstag wieder nicht kommst, ist die zweite Abmahnung, beim dritten raus, tschüss. So funktioniert das eigentlich, Hase. Ja, er hat ja so oder so verloren. Aber nicht wegen Abmahnung oder so, sondern einfach, weil er nicht vorher bezahlt hat und ich ein gutes Recht hatte. Meine Pflichtstunden habe ich ja gemacht. Ein Arbeitsvertrag stand ja 160 Stunden. Die habe ich ja auch gemacht. Nur diese Bonussamstage dann nicht. Also beziehungsweise habe ich ja erst gemacht, aber diesen einen Samstag dann nicht. Und dann die Fristlose gehe ich weg. Da kannst du mal sehen, wie scheiße eigentlich Arbeitgeber halt so sind, ne? Weil so, ich hatte bei diesem alten Chef... Auf jeden Fall, was der sich erlaubt hat, ist illegal, auf jeden Fall. Ja. Und beim alten Chef, ich hatte echt Spaß bei der Arbeit. Die war scheiße dreckig, ne? Aber, und ich hatte auch immer Probleme, weil dieser neue Chef hat einen neuen, also bevor der neue Chef da war, hat die Arbeit echt Spaß gemacht. Danach fast gar nicht mehr. Weil als der neue Chef kam, hat er so einen Vorarbeiter mit reingebracht. Und dieser Vorarbeiter, der war so eine Witzfigur. Und der wollte mir immer irgendwas erzählen. Und dann habe ich mich ständig mit dem angelegt, weil ich reiße ja auch immer mein Maul auf. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, ich sag, du bist so ein kleines Würstchen. So ein kleines Würstchen. Ich sag, wenn die Firma nicht übernommen geworden wäre, dann wärst du immer noch auf der Couch und würdest immer noch deine Kartoffelchips fressen. Das kannst du nicht ihm sagen, weil du kennst ihn doch gar nicht. Du weißt ja nicht, wie er lebt. Er war, das war so irgend so ein Möchtegern-Russe, keine Ahnung. Einfach so ein Vollhorst war das. Und der wollte mir immer irgendwas erzählen. Also ich habe da schon über ein Jahr gearbeitet. Einer wie du. Ja. Ich weiß auch nicht mehr genau, was für Probleme ich mit dem hatte. Wie gesagt, ist mittlerweile über 10 Jahre her. Aber ich weiß nur noch, ich hatte ständig mit dem Ärger, weil er sich so, weißt du, angeblich war er ja mein Vorarbeiter, ne? Also er hat den Posten als Vorarbeiter so bekommen, einfach so von heute auf morgen. So, aber hatte einfach keine Ahnung. Das ist genauso. Guck mal, kennst du diese Beiträge, wenn du so Beiträge auf Instagram und so zum Beispiel, also irgendwelche Bilder. Da ist zum Beispiel ein Badezimmer, wo zum Beispiel die Toilette dahin gebaut worden ist, wo es gar keinen Sinn macht, weil die Tür und alles mitten im Weg ist. Also kennst du solche Badezimmer zum Beispiel? Oder also kennst du solche Arbeiten? Hast du sowas schon mal gesehen im Internet? Ja. So. Und da fragt man sich doch immer, warum hat der das da hingebaut hat, sich nicht gefragt, muss das dahin? So, und dieser Vorarbeiter war genauso ein Vollhorst, der von mir quasi erwartet hat, quasi eine Toilette an der Wand zu bauen. An der Decke. Wo es gar keinen Sinn macht. So, und da ich aber ein Mensch mit Logik bin und ich weiß, dass keine Toilette an die Decke gehört, habe ich gesagt, nein, ich arbeite so nicht. Schließlich habe ich schon über ein Jahr Erfahrung gehabt. Es war ja nicht nur Waschen, da gab es auch noch ein paar andere Aufgaben. Aber grundsätzlich war das halt immer Waschen und so, ne? So, auf jeden Fall wollte er mir dann irgendwas immer erzählen und dann habe ich gesagt, komm, laber mich nicht voll und so. Weil dein Vorarbeiter oder so von dir will, dass du die Toilette an die Decke baust, wo es natürlich von Menschenlogik her keinen Sinn macht, dass die da an der Decke gehört, dann habe ich mich einfach geweigert, so zu arbeiten.
Und deswegen hatte ich immer Stress mit dem. Wie wäre es, wenn du es so machen müssen, zuerst ausprobieren, was er von dir will, und ihm dann zeigen, okay, ich habe es probiert, es funktioniert nicht. Nein, Schmutz. Guck mal, ich sage, angenommen ich probiere immer erst aus und dann sage ich, ja, aber jetzt, ich vergleiche das ja extra gerade mit einem Installateur. Jetzt stell dir vor, du würdest als Installateur, als Klempner da arbeiten. Und man erwartet von dir, dass du eine Toilette an die Decke baust. Dann baust du doch keine Toilette an die Decke und sagst so, ja, erstmal ausprobieren. Vielleicht will ja doch einer Kopf überscheißen. Das funktioniert physisch nicht. Ja, aber sozusagen, das hat er halt von mir verlangt quasi. Und ich habe gesagt, nee, so arbeite ich nicht. Aber Hase, kann das sein vielleicht, dass du das so empfunden hast, dass das unlogisch wäre? Nein, meine Arbeitskollegen haben sich ja auch immer über ihn aufgeregt. Aber die haben das immer Stillschwein gemacht. Und ich reiß mein Maul nun mal auf. Ich mach nichts Stillschwein. Das merkst du doch eigentlich auch immer, wie ich mit dir rede. Ich lass mir doch auch nicht alles von dir gefallen. Ich sag dir doch auch so und so und fertig. Ich bin der Letzte, der sagt von wegen so, der dann irgendwie nach Hause geht und dann nur zu Hause meckert. Ja, ich mecker vor Ort. Immer kommt drauf an. Nee, ich lass mir nichts gefallen. Wann es Sinn macht und wann nicht. Guck mal, mein Inder-Chef, ne, von der Pizzeria, der wollte zum Beispiel, dass ich im Mülleimer reinkletter, in diesen Pappcontainer, damit die Pappe runtergedrückt wird. So. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht. So, nicht aber. Nicht mal einmal gemacht. Nicht mal ein einziges Mal. Du hast. Ich hätte warum uns die hier gehen lassen müssen. So, aber ich sollte das direkt auf den Sonntag machen, wo ich noch eine 10-Stunden-Schicht hatte. Ich sollte also mit meinen frischen Klamotten, die ich frisch angezogen habe, wo ich noch 10 Stunden arbeiten muss, von Kunde zu Kunde hüpfen muss. Ich meine, das ist zwar nur Pappe und so, aber da fliegt trotzdem ja Mehl rum und so, weil da ja auch diese Mehltüten mit reinkommen. Ja, dann die Hose, ja. Und ich habe gesagt, mache ich nicht. Ich sage, ich spring da nicht in den Müllcontainer rein. Ja, und hat er mich nach Hause geschickt. Hat gesagt, hier, kannst du vergessen. Und da habe ich auch gleich direkt Anwalt angerufen und so. Hab gesagt, ob ich mir das Geld einfordern kann. Und der Anwalt hat natürlich gesagt, ne, ja, kann ich, klar, wenn das Geld von der Abrechnung fehlt. So, aber du weißt ja selber, da kann ich ja schlecht sagen, ja, fehlt. Ja, weil sonst müsstest du ja beim Start. Ja. So, aber trotzdem, also ich war richtig angepisst. Dann hat er ja danach gesagt, so, ja, tut mir leid. Also er hat nicht gesagt, tut ihm leid. Er hat einfach nur gesagt, ja, komm, reden wir nicht weiter drüber. Und hat sich Witze drüber gemacht und Pieperbrunnen, keine Ahnung. Aber da ist mir auch den Tag halt über 100 Euro durch die Lappen gegangen, nur weil er halt wollte, dass ich in diesen scheiß Müllcontainer springe. Und ich habe ihn danach auch angeschrien und alles. Ich bin nicht einfach nach Hause und habe mich aufgeregt. Ich habe ihn erstmal angeschrien deswegen, wegen so einem Scheiß. Dann bin ich nach Hause und habe Arbeitskollegen angeschrien, was er für ein Penner ist. Habe das Schwein angeschrien, was er für ein Penner ist. Habe jeden angeschrien. Also ich kotze ja. Vor Ort und... Das ist genauso mit diesem Mindestlohn. Weißt du, als er alle verarscht hat wegen Mindestlohn und er einfach nicht mehr Geld gegeben hat, da habe ich ja mit allen Fahrern ihn zur Rede gestellt. Und er dann so, ja, und wir müssen erstmal gucken und so, ich kann nicht mehr Geld geben. Und wir warten noch 3 Monate. So, diese 3 Monate haben wir ja gewartet. Wir haben sogar 10 Monate gewartet, obwohl er gesagt hat, nur 3 Monate. Aber an dem Tag habe ich schon genau gewusst, und das habe ich zu den anderen auch gesagt, ich sage, er verarscht euch. Ich sage, das ist nicht in 3 Monaten und er gibt plötzlich mehr Geld. Ich sage, wenn er jetzt Nein sagt, dann sagt er auch in 3 Monaten Nein. Und ich hatte ja recht. Selbst in 10 Monaten hat er Nein gesagt. Deswegen hat er mich herausgeschmissen, weil als die 12 Euro kam, weißt du, wenn er schon nicht 8 zahlen will, das... Ich muss ja jetzt auch unbedingt nächste Woche nach Ostern nochmal anrufen, was jetzt mit meinen, mit einem Arbeitsgericht jetzt ist.
Weil ich habe ihn ja, ich habe ihn ja schon vor 3 Wochen oder so angerufen. Oder vor 4 Wochen angerufen. Aber die sind ja irgendwie nur vormittags da. Dann habe ich auf den AB gesprochen. Also auf den Anrufsbeantworter. Und dann habe ich gefragt. Ja, ja. Ja, hätte ja sein können, dass du nicht weißt, was du bist. So, und dann kam aber nichts von ihm. Weil ich habe gefragt, ja, ich wollte mal fragen, ne, was ist denn jetzt wegen der Klage und so und pipapo. Und da kam halt nichts. Und dann habe ich 2 Wochen später nochmal angerufen, also letzte Woche. Und hab dann extra morgens angerufen, weil die ja nur morgens da sind. Und dann hat er gesagt, ja, eine Bürokraft da oder wie auch immer, also da ist irgendwie krank. Er muss das jetzt gerade irgendwie alles alleine machen und so. Also so ein anderer tut, muss das alles alleine machen. Und er würde sich erkundigen und sich dann melden. So, ist jetzt aber auch schon über eine Woche her, ne? Ja, diese Bürokratie dauert echt lange in Deutschland, deshalb so. Aber wenn das dann durch ist, dann ist es ordentlich. Ja, aber ich, weißt du, was ich gerade vermute? Dass ich mir einen scheiß Anwalt ausgesucht habe. Ich glaube nämlich, die haben die Klage noch gar nicht eingereicht. Weil, guck mal, überleg mal, ich habe im Februar, habe ich Bescheid, also ne, am 1. Februar habe ich gesagt, er hat nicht weiter bezahlt, weil der Pizzeria-Chef hat ja 500 Euro bezahlt. So, aber das war ja nur für 1,5 Monate. Aber er sollte aber 4 Monate bezahlen, hat er aber nicht. So, sondern nur 500, so nach dem Motto, dass ich die Schnauze gib oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat noch 1.500 Euro gefehlt. So, 1.500 Euro haben auf jeden Fall noch gefehlt. So, und dann hat mein Anwalt gesagt, wir warten noch bis Februar, damit man Januar mit einklagen kann. Weil man kann ja nur das einklagen für die Monate, die ja auch schon rum sind. Ne? Also er kann ja nur für Oktober... Weil der kann auch das einklagen, was du in den Monaten dort warst. Ja. Selbst wenn es nur ein Tag war, muss er die für den ganzen Monat dann zahlen. Weil der Fehler war von ihm, von dir. Von Oktober, also Oktober, November und Dezember muss er schon bezahlen. So. Und dann, weil das ja mitten im Januar war, hat er gesagt, wir warten noch bis Februar, weil dann kann man Januar mit reinpacken. So, und wegen Februar, das Gehalt für Februar, muss man dann nachklagen, also die Klage erweitern. So, aber jetzt haben wir schon April. So, und er sollte ja schon die Klage einreichen im Februar für die 4 Monate. Jetzt sind das ja aber mittlerweile schon 6 Monate. Ja, aber das kann sein, dass die Klage gereicht wurde, aber die wird bearbeitet und Digga, aber ich glaube schon lange. Aber ich bin der Meinung, das hat bei mir damals, bei dem anderen Chef, nicht so lange gedauert. Ich kann mir nicht vorstellen, weil du musst mal überlegen. Ich glaube das nicht. Ich glaube einfach, mein weißt Anwalt hat... Bei den anderen war es eine offizielle Firma. Und die haften ja für ihre Ding. Die haben eine GBG, da gibt es eine festen Gesetz. Und dein Ding ist ja ein Privater, der ist ein Selbstständiger. Dann dauert es halt länger, das Ganze. Also wenn die Klage wirklich schon beim Arbeitsgericht ist, dann ist mir das ja egal, weil er muss ja jeden Monat weiter bezahlen. Ich kann ja nichts dafür, dass die Klage so lange dauert. Wie gesagt, jetzt muss er ja Februar, März, April ja auch, weil wegen der Kündigungsfrist von 4 Wochen, muss er ja Mai ja auch schon bezahlen, weil ja immer noch keine Kündigung. Er ist ja so dumm und hat mir immer noch keine Kündigung geschrieben. Beziehungsweise er hat mir eine geschrieben, aber die nur 2 Wochen gültig war. Und 2 Wochen Kündigungsfrist ist einfach nicht gültig gewesen, weil ich ja 10 Jahre für ihn gearbeitet habe. So. Deswegen hat mein Anwalt ihm geschrieben von wegen so, nee, Kündigung ist nicht gültig. So, also hätte er eigentlich eine neue Kündigung schreiben müssen, hat er aber nicht getan. Deswegen muss er ja jeden Monat trotzdem bezahlen. Ja, stimmt. So, und wir haben ja jetzt schon April. Wenn er nicht kündigt hat, offiziell? Richtig. Oder mündlich? Also er hat mich zwar abgemeldet bei dieser Arbeitnehmerkammer, aber zählt halt nicht. Er muss ja trotzdem weiterhin bezahlen. So, aber wenn... Ich habe halt die Vermutung, dass mein Anwalt vergessen hat, das dahin zu schicken, weil ich höre weder was von meinem Anwalt, noch höre ich was von Dingsen. Ich glaube, ich habe mir einfach einen scheiß Anwalt ausgesucht.
Hat er dich die Gegenseite angeschrieben oder so? Nee. Der muss doch auch einen Anwalt genommen haben, oder nicht? Nee, er hat. Noch war ja nix. Hä? Normalerweise schreibt er die Gegner den Anwalt und bittet sich für. Aber er hatte ja noch gar keinen Anwalt. Genau, weil Vergleich oder noch so. Noch hat sich ja. Ja, aber noch hat sich ja kein Dingsen gemeldet. Ist das Schmutz? Oh, ach so. Ja, ich hab schon hier mit meinen. Und bitte noch! 99% also noch. Was, wie 99? Ja, also wir haben 99%, meine ich. Guck mal hier, na, die ganze cool, Seite ja. Noch. Achso, ja, hier die ganzen kleinen Dinger. Hier. Ja, wie gesagt, ich rufe dann nach Ostern nochmal an. Ich frage jetzt, was ist mit der Klage geworden? Wenn der mir erzählt, vergessen oder so, ne? Dann muss denn nicht der Anwalt dann, weil irgendwann, also ein Arbeitsgericht wird ja auch nicht, also theoretisch, ne? Also er hat mich ja noch nicht gekündigt. So, ich kann jetzt ja aber nicht einfach sagen, gut, dann warte ich jetzt 2 Jahre, sammel schön die angeblichen Arbeitszeiten und verklag ihn dann. Das geht ja nicht. Ich muss ihn ja verklagen. So, und ich sage, ja, das damit ist ja fortgeführt wird, die Klage. Ja, aber wenn er das jetzt vergessen hat, dann wird doch der Dingsen sagen, das Arbeitsgericht, sie arbeiten da seit Oktober nicht mehr. Es ist schon April und sie kommen jetzt erst. Dann muss der Anwalt. Muss man eine Nachklage machen dann. Ja, aber wenn noch keine richtig. Oh, du verstehst. Nee. Wenn die erste Klage erst gar nicht da war, weil mein Anwalt das vergessen hat oder so. Davon gehe ich ja jetzt aus, ob mein Anwalt das vergessen hat. So. Im Februar da zu verklagen. Dann wird ja. Aber ich glaube nicht, dass er vergessen hat. Hä? Das macht keinen Sinn. Der will doch verdienen, das Geld. Sonst verdient er ja nichts. Ja, aber vielleicht habe ich mir ja auch vielleicht so sehen. Er zögert das vielleicht. Der hat wahrscheinlich 1 Monat später die Klage gereicht. Für mehr Gewinn rausbringt, damit du mehr rausbekommst und im Endeffekt er mehr draufschreiben kann an Einsatz. Ja, deswegen, wie gesagt, will ich ihn nächste Woche anrufen. Ja, Befürchtung einfach ist einfach, er hat das vergessen. Das gibt's so, nicht so, weil das nicht so, gehört. Weil das nicht so wichtig ist, so für ihn. Weil so viel ist ja bei ihm auch nicht zu verdienen, weil es ist ja, wir reden ja hier nicht irgendwie von einem Hoch, hier, ein Scheinwerfer noch und 2 Abzugsöffnungen. Wir reden ja hier nicht von einem Job, wo ich irgendwie 3.000 Euro jeden Monat erwarte. So. Ja, trotzdem, der verdient. Guck mal, der wird doch vom Staat bezahlt, nicht von dir. Genau. Und von Gegenseite. Na, das ist ihm scheißegal. Ob du ein großer Fisch oder ein kleiner Fisch bist. Er kriegt trotzdem den Honorar. Einfach mal nachfragen. Ja, mach ich auch. Ja, aber wie gesagt, also. Und wenn das vom Arbeitsgericht ist, ist das ja eigentlich noch besser, wenn die Klage wirklich schon da ist und das Arbeitsgericht so lange braucht, ist das ja noch besser. Weil, weil wie gesagt, es ist ja mittlerweile Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, schon 7 Monate, dann muss er ja noch die Kündigungsfrist einhalten. Also Mai muss er auf jeden Fall noch. So, und er wird ja, wenn, dann erst im Mai kündigen. Das heißt, im Juni wäre ich erst offiziell gekündigt, aber dann muss er ja noch Juli noch mit reinpacken. Weil er kann mich ja nicht mitten im Monat kündigen, so wie er das ja im Dezember versucht hat. Er hat mich ja versucht, auf einen 19. zu kündigen. Und das ist illegal. Und dann muss er erstmal die 2 Wochen fristgerecht abwarten, ne? Nein, 1 Monat. Und das nur zum 1. oder 15. Du darfst nicht einfach so auf einen 19. oder so, sondern nur zum 1. und zum 15. Also. Er kann dich jederzeit kündigen, nur muss er die Kündigung frischgerecht halten beim Monatsende. Ja, also du könntest mich jetzt zum Beispiel kündigen, jetzt auf einem 7., aber erst ab Zeitpunkt vom 15. hin und ab dem 15. 1 Monat. Selbst wenn du es jetzt willst, musst du erstmal zum nächsten Termin, das wäre dann der 15. und dann nochmal 1 Monat.
Aber nicht 4 Wochen, sondern 1 Monat, weil ich habe nicht 4 Wochen Kündigungsfrist, sondern 1 Monat Kündigungsfrist. Das heißt, er muss mich bis zum 30.5., wenn er jetzt eine schicken würde. So, ja. Und da kann er ja nicht, weil er weiß, er hat ja, wenn noch keine Dingsen geschickt. So, also. Aber weil er das nicht weiß, wahrscheinlich. Deswegen. Doch, er hat ja Brief gekriegt. Er hat ja die Post bekommen, von wegen, deine Kündigung ist ungültig. Wenn er das nicht wahrnimmt, ist das sein dummer Fehler. Ja, hat er dein Anwalt. Wow, was ist los? Hör doch auf, mein Ding prämiert hier. Der Controller, ne? Geht voll ab, ne? Ja. Okay, ja. Gucken wir uns mal an, wie wir gemalt haben. Guck mal hier. Guck mal, da hinten sieht man mich. Da hinten sieht man mich. Guck mal, plötzlich ist auf dem Dach da alles voll gewesen, halber Schwein. Achso, ich kann nur dich sehen. Also ich bin da hinten. Du bist hier vorne, der Grüne. Nein, ich laufe gerade hier rum. Achso, ja, dann guck doch auf Twitch. Ja, muss ich wieder Twitch anmachen? Ja. Ja, das Spiel kann man jetzt beenden, ne? Nee, ja, komm. Doch, ist vorbei. Ich hab gekündigt, Hase. Offiziell, inoffiziell. Ja, aber wir gucken gleich mal, was für ein Level da noch ist. Nein, Hase, stopp. Ich hab's dir gesagt. Einen mache ich aus gutem Wille und das war's auch. Ich hab gekündigt. Hab jetzt hier die Kündigung. Taiwan. So. Ja, du kannst auch mit Trautmann so ein Level mal machen. Mal gucken, wie der sich schlägt. Oder Neptun, Mann. Die können sich auch mal hier mal anstellen. Wer? Können auch mal hier ein bisschen Blut spucken, nicht nur ich. Wer? Ja, Trautmann, Neptun, alle wie die heißen. Die haben doch alle das Spiel doch gar nicht. So, bist du jetzt auf Twitch? Können wir das starten? Nein, noch nicht. Moment. Ich muss dir doch das Video angucken. Ja, ich kann das Spiel aber beenden, ne? Nee, warte, warte. Vielleicht ist da ja noch so ein kleines Level noch, so ein ganz kleines, so ein Wohnmobil. Oh. Hase, nein, Mann, ich hab keinen Bock, ich will nicht. Scheiße, ruhig, Schnauze. Nein, nix Schnauze. So, bist du jetzt da? Nein, noch nicht. Oh, du brauchst auch immer 100 Jahre für alles. Meine Hände tun weh. Brauchst du 100 Jahre, auch gestern, 100 Jahre nach jedem Level, 100 Jahre, 100 Jahre, 100 Jahre. Wer ist denn da noch? Nur der Schwein ist da, gell? Alle sind weg. Weiß ich nicht, wer da ist. Sag mal alle, ich piep! So, kann ich Play machen? Ja, kannst du machen. Okay. Boah. Ich höre mich selber. Bim, 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 bim. Hast du gesehen? Das war richtig schnell durchlauf. Ja, ich mach nochmal. Wow, das waren ein paar Sekunden. Ja, ich mach hier nochmal. Ja, guck mal, wie schnell wir sind, ne? Sauber wie ein Ei. Guck mal, wir müssen hier nur so ein Motorrad sauber machen. Ah, ne, das haben wir schon. Einen Golfwagen haben wir auch schon sauber gemacht. Achso, das sind diese Überblicke. Ah, das ist alles, was wir sauber gemacht haben. Guck mal, Cyber, was wir alles schon geschafft haben. Also, guck mal, wir haben hier so einen Bus gemacht. Ja, weißt du noch hier, Cyber, weißt du noch früher? Ach, der erste Level. Boah, früher. Oder hier, unseren Garten. Guck mal, wie schön wir unseren Garten sauber gemacht haben. Guck mal, da war ich auch noch blau. Danach haben wir das Haus sauber gemacht. Guck mal, da warst du schon grün. Ist ein bisschen doof, wenn man hinterm Haus ist, dass man dann nichts mehr sieht, ne? Dann haben wir hier das Spielplatz. Das Spielplatz war auch schon irgendwie Hölle, ne? Der Dino, Digga. Ja, den Dino habe ich ja sauber gemacht. Du hast dich ja gedrückt. Hier noch so ein Haus. Guck mal, der stand wieder am Anfang, war's. Hast du gesehen? Nee, hab ich nicht. Doch, guck mal. Ja, das geht ganz schnell, aber achte auf das Garagentor.
Stimmt, da haben wir Galgenraten gespielt. Ja, stimmt. So, dann hier Ja, dieser Schwein. blöde Schuh, ey. Der Schuh fand ich blöd. Nee, ich fand ihn sogar einfacher. Haben wir hier ein Auto gewaschen. Guck mal, wie viel Spaß wir haben. So. Und was wäre jetzt? Guck mal, noch so ein Auto. Guck mal, das Feuerwehrauto gehört zur Feuerwehr. Das Feuerwehrauto gehört zur Feuerwehr. Also, du bist so schlimm. Das Wie so Feuerwehr. ein Kind. Das Feuerwehrauto gehört nun mal dazu. Die kommen jetzt gerade an und sagen, wir haben hier noch so ein Feuerwehrauto. Guck, wir sind immer noch hier. Das haben wir gerade sauber gemacht. So, jetzt drehen wir uns um. Aha, hier ist noch was. So, wir waren doch gerade noch da oben auf dem Dach. Bist du da? Mach mich nicht nass. Mein Controller vibriert die ganze Zeit. Bist du Schon da? wieder. Ich bin da, ja. Okay, dann Ich let's sehe go. euch nicht. Let's go. Waschen, waschen, waschen. Ich mach Worte. Hier, ich kann uns jetzt den Hochdruckreiniger mit mehr Power holen. Guck mal, gekauft. So, jetzt kannst du auf E drücken und dann kannst du das neue holen. Das 3000er Modell. Den Prime 3000. Guck mal, der hat richtig Druck. Du hast noch das alte Modell. Guck mal, hier, so sieht das neue Modell aus, Cyber. Guck's. Guck mal hier. So sieht das neue Modell aus. Der PV 3000. Na, Der hat bist mehr du mit? Power. Der hat mehr Power, mehr verkrustet, mehr eingezogen, mehr zäh, mehr hartnäckig, mehr tief, mehr ölig. Nee, der hat zum ersten Mal ölig. Die anderen hatten kein ölig. Doch, die hatten nur ein ölig. Hast du jetzt den PV 3000? Den hab ich für unsere Firma geholt. Guck mal, der hat richtig Druck, Alter. Bam! Alter, Cyber, der hat richtig ordentlich Druck. Guck dir das an, du. Dann machst du einmal so und dann ist der Wagen sauber. Alter, guck dir das an, Cyber. Cyber, nimmst du das wahr? Ich merke keinen Unterschied. So, wir brauchen aber für den noch den anderen Aufsatz. Für den PW 3000 brauchen wir. Ah, wir haben kein Geld. Cyber, wir müssen Geld verdienen. Wir haben kein Geld. Ich habe 7.000. Ja, aber Also 700. wir brauchen Kohle, um Aufsätze zu holen für unseren, weil wir haben noch gar keinen Aufsatz. Gar keine Verlängerung. Oder hast du Doch, eine haben Ver wir noch eine. Nicht für die Eine haben Waffe. wir. Nicht für die. Wir brauchen erst Kohle, damit ich uns die Verlängerung holen kann. Mal den Rost hier weg. Ja, mit dem roten, ne? Guck mal, da waren sogar Fußabdrücke. Aber hast du mal mit einem Hochdruckreiniger. Oh, ich habe eine SMS. Weißt du, es gibt eine Theorie, dass die Katze nicht wirklich vermisst wird? Diese random E-Mails, Digga. Dass der Bürgermeister sie zur Ablenkung benutzt, damit niemand die Sache mit der Pipeline bemerkt. Was ist die Sache mit der Pipeline? Ja, weißt du doch, die Russen haben da doch alles kaputt gemacht. Und davon sollen wir abgelenkt werden.
Ja, du sollst dich darauf konzentrieren, dass die Katze vermisst wird. Aber hast du schon mal mit einem Hochdruckreiniger mal sauber gemacht? Ja, beim Auto von meinem Papa. Aber hattest du auch mal so dreckige Sachen, wie zum Beispiel eben gerade auf dem Dach vom Feuerwehr? Also das sieht so geil aus, das ist so befriedigend, wenn du mit einem Hochdruckreiniger am Reinigen bist, ne? Und dann, du schmalzt ja, also auch wenn du so auf dem Boden dann bist, so, das sieht so geil aus. Das ist so befriedigend, wenn plötzlich so dieser schwarze Schmutz so weg ist, weißt du so? Ach, wir haben nicht dieses Ding drin. Wir haben nur normales Zeug. Ja, hab ich ja gesagt, wir brauchen erst Kohle, Mose. Wir brauchen erst Kohle, Kohle, Kohle. Würde eigentlich das Schwein das Spiel spielen? Also wäre das eigentlich ein Spiel, was für dich, Schwein? Also zum Beispiel zum Mitwaschen? Oder wäre das ein... Also ich glaube, alleine würdest du das auch nicht waschen wollen, oder? So ganz alleine. Vor allem überleg mal, Zalva. Wir streamen ja nebenbei. Sprich, irgendjemand guckt uns ja bestimmt zu oder so. Jetzt stell dir mal vor, du spielst das ganz alleine. Ohne Stream. Ohne gar nichts. Du kommst abends von der Arbeit, setzt dich nach Hause. Also setzt dich zu Hause hin. Und dann machst du das Spiel an, weil du Bock drauf hast. Kannst du dir sowas vorstellen? Niemals. Aber gibt es Leute, die das wirklich zu Hause einfach spielen? Würde ich spielen, ja. Guck mal, Schwein würde das spielen. Alleine oder jetzt zum Beispiel nur, um mitzuwaschen? Oder wär das echt so ein Spiel, wo du sagst, so zum Abschalten setze ich mich zu Hause hin und... Nee, zum Abschalten ist es nicht, weil du musst aktiv sein. Ja, aber nee, das ist zum Abschalten, weil du hast ja keine Gegner und nix. Ja, nee, dein Gegner bist du selbst. Dein Tempo. Aber hier ist ja richtig Rost. Ja, da musst du teilweise richtig nah ran sogar. Sonst geht das nicht weg. Obwohl wir schon den Power 3000 haben. Merk schon, Power ist nicht immer alles. Ja, weil uns doch noch die Dingsen fehlt. Wie mich malen ablenken tut. Achso, guck mal, das Schwein malt zum Beispiel. Das soll einfach ablenken. Ja, das habe ich früher auch immer. Ich war ein guter Zeichner. Ja, und das ist ja auch wie malen, was du hier gerade tust. Du malst ja quasi. Nee. Doch, du malst nur halt auf eine Fläche. Ich radiere weg. Das ist was anderes. Ja, naja, wie du es nimmst. Du kannst auch quasi sagen, du malst, weil vorher war das Auto ja schwarz und du malst es ja rot an. Malen ist was anderes. Malen, du denkst dir was aus und zeichnest dran. Weil dieser Rost ist aber auch hartnäckig, ne? Ja. Zum Glück ist er nicht so pingelig. Wenn du genug weggemacht hast, dann sagt er Ding, fertig. Hey Kumpel, weißt du, ob die Katze des Bürgermeisters immer noch vermisst wird? Ich bin oben am Vulkan und ich glaube, ich sehe ihn am äußersten Rand. Ich gehe mal näher ran. Ich sehe random Nachrichten. Das sind meine Freunde.
sind einfach nur Leute, die dich verarschen wollen. Vor allem, dass man auch wirklich für die Einzelteile so bezahlt wird, ne? Für so einen Scheibenwischer und so. Also du gehst doch nicht dahin und sagst so, wenn du meinen Scheibenwischer reinigst, kriegst du einen Euro dafür. Es ist ein Game, Hase, was erwartest du? Ich erwarte Professionalität von dir, Salva. Professionalität. Du kannst froh sein, dass ich jetzt noch erdulde, Digga. Salva, was ich alles mit dir erdulde, ne? Da muss ich auch manchmal mit dem Waschen halt ein bisschen runterkommen. Deswegen sind wir ja hier. Genau. So, weil sonst halte ich das Samstag schon wieder nicht mit dir aus. Weil Samstag wird eine reine Katastrophe mit dir wieder bei dem Spiel. Das kann gut möglich sein. Da gebe ich dir recht. Dafür war ich bei dem Battle-Ding besser wie du dran. Ja, du stirbst mit vollen Haltränken. Es war einmal und weil du neben mir standst. Obwohl ich Nahkämpfer war, Digga. Was bleibst du bei mir? Mecker. Ja, meckern auf hoher Niveau. Schwein hat sogar die 5 Stunden nachgeguckt. Oh ne, die arme Sau. Die arme Sau. Das hätte ich mir nicht angetan, wenn ich Schwein wäre. Schwein guckt alles, was sie verpasst. Schwein mag unser Gameplay. Guck mal, sie guckt sich sogar das hier an, wie wir malen. Wahrscheinlich hängt sie nebenbei sowieso auf TikTok, so wie ich sie kenne. Habe ich recht? Oh, er hat mit mir geredet, ich muss schnell antworten. Nö, gucke nur Stream. Oha. Guck mal, ist ganz gespannt, guckt sie uns zu. Weißt du, wir malen ja wenig. Wir malen. Warum sage ich immer malen? Weißt du, wir reinigen ja wenigstens noch. Das Schwein guckt einfach nur zu, wie du reinigst, selber. Das ist ja noch mehr Arbeit, wie bei dir. Also, du darfst dich ja wenigstens noch bewegen. Du darfst noch hier den Controller bewegen und so entscheiden, wo du malen tust. Guck mal, wie lange du brauchst für eine Seite. Ja, weil, Mann, ich muss mir alles mit dem Roten machen. Ist das langweilig. Hä, hey, ich mache alles mit dem Gelben. Ne, funktioniert nicht. Deswegen hing ich ja die ganze Zeit da. Doch, du musst dann, guck mal, hier zum Beispiel. Du kannst ja mit dem Gelben einmal so schnell rum. So, du siehst ja, hier ist ja alles raus. Dann musst du so langsam mit dem Gelben dann gehen. Weil wenn du lange genug auf der Stelle spritzt, dann ist das ja auch weg. Du musst nur lange sein. Und nicht einfach nur Wischiwaschi machen. Aber die haben auch alles so... alles dreckige Sachen, nur, ne? Das ist ja ein Power-Wash-Spiel. macht doch ja Sinn, ne? Ja, aber... jede Ecke... Digga, dieser Leiter, die nervt mich. Wie kann man diese Leiter wegmachen? Wie ich da rang mit F. Schmutzleiter, wie schmeißt man die weg? Dann pack die doch auf die andere Seite hin, weil sonst komme ich nicht auf dem Dach. Pack die hier hin. Hier. Ach so. Ja, dann komme ich hier rauf. Mache ich das Dach schon mal. Komm da nicht hoch. Was steht hier denn? Oh, jetzt ist es weg. Da stand irgendwas. Ich wollte ja eigentlich heute Pizza bestellen, ne? Aber ich habe ja schon wieder arschlange geschlafen, obwohl ich heute früher ins Bett gegangen bin. Beziehungsweise, ich war kaum im Bett, hab YouTube auch. Hey Doc!
Wir haben einen schönen kleinen Job für dich oben beim Haus. Wenn du Zeit hast, kein komisches Zeug, versprochen. Taiwan, kein komisches Zeug. Es ist definitiv Ulises. Ich kann sein komisches Bein sehen. Die haben die Katze gefunden. Warum sollte eine Katze 3 Meter neben einem Lavastrom abhängen? Ja, eben, macht keinen Sinn. Ja, hat Calvin auch gerade gefragt. Das ist wohl die beste Kaminfeuer der Welt. Das ist ein dummes Unsinn. Es ist bestes Kaminfeuer, Salva. Ja, das würde ein Schwein auf jeden Fall sagen. Die Katze mag es da, weil bestes Kaminfeuer. Der Welt, ne? Der Welt, Salva, der Welt. Schwein, wenn du mal wieder hier bist, willst du dann auch mal waschen? Soll ich dir das später machen und du wäschst dann auch mal eine Runde? Zalva hilft dann dir bestimmt. Schwein, da wirst du merken, wie das Spiel anstrengend ist, pur. Nee, sie hat bestimmt richtig Spaß dabei. Hilfst du ihr dann? Salva? Warum fragst du was? Ja, damit sie nicht alleine waschen muss. Na, du kannst sie ja auch helfen. Ja, wie denn? Doch, das geht auch lokal. Ja, aber dafür bräuchte man 2 PCs. Habe ich doch nicht. Nee, braucht man nicht. Du gaukelst doch einen vor. Mit deinen 2 Monitore. Hä, aber wie soll ich denn 2-mal das Spiel starten? Hä? Salva, hä? Oh, ich habe wieder eine E-Mail. Okay, ich bin jetzt in der Nähe von der Katze. Oh, jetzt kommt langsam die Wahrheit. Wetten, die Katze ist keine Katze? Wir sind auf dieser Felsnase und der Mount Everest rumpelt heftiger denn je. Ich war schon immer ein Hundefan und jetzt weiß ich auch warum. Er war schon immer ein Hundefan, weil Katzen nur Scheiße im Kopf haben. Guck mal, die gehen zu irgendwelchen Vulkanen, die ausbrechen. Katzen einfach keine Ahnung vom Leben haben. Dabei sollen sie schlauer als Hunde sein. Aber das ist Verarsche, Digga. Wetten kommt so ein Plot-Twist. Oh, das war keine Katze. Leute, das war eine Verarsche. Der Bürgermeister verarscht uns alle. Und die andere sagt, siehst du, Leute, ich hab's gewusst von Anfang an. Und ich so, war ja klar, 0815. Hier ist immer noch dreckig und am Reifen. Dass ich den Reifen immer noch nicht sauber kriege. Muss langsam waschen. Damit auch das ganze Öl, das ganze Rost auch weggeht. Da, du hast einen Reifen hast du gereinigt. Sehr gut, Zeug. Da war nicht die Fügen. Brauchst du eine. Ich kann uns eine Turbodüse schon holen. Ich hol uns mal eine Turbodüse. So, haben wir. Und eine Verlängerung. Eine kurze. Hol ich uns auch. So. Jetzt kannst du ausrüsten mit E. Nicht mit E. So. Achso, ja, bei mir aber. Guck mal, jetzt kannst du hier. Was denn? Prime Vista 3000? Ja, du hast jetzt eine Verlängerung und so eine blaue Düse. Damit rubbelst du jetzt den ganzen Rost weg.
Jetzt geht's richtig ab, Salver. Mit dem Blauen. Du musst den Blauen hier nehmen. Hier, der so rumwirbelt. Damit kriegt man den Ross richtig geil weg. Wieso? Meine Leiter ist fertig direkt. Also bei mir ist alles sauber. Nur deine Seite wieder nicht. Ich hab vorne ein bisschen gemacht, die rechte Seite gemacht, hinten gemacht und oben gemacht. Was hast du gemacht? Du willst ja nur deine fristlose Kündigung, habe ich das Gefühl. Ich kann sie kaum riechen, Digga. Oha, hier komme ich nicht durch. Gut möglich, dass ich möchte. Guck mal, Schwein möchte. Schwein möchte waschen vielleicht. Nimm doch die blaue, diese Wirbeldingsen. Was glaubst du, was ich habe? Achso, weil ich sehe bei dir nichts wirbeln. Weil ich zu nah dran bin. Wo fehlt denn jetzt schon wieder das Da ist auch fertig. Ein. Ist auch fertig, Salva. Da oben eine Lichtlampe. Geht. Wo fehlt noch? Ja, auf jeden Fall noch ein paar Sachen, weil wir haben noch nicht diese Liste. Dann oben. Ah, hier, überall noch. Du weißt, du kannst auch gedrückt halten, ne? Also nicht gedrückt halten, sondern... Also bei mir ist das mit rechter Maustaste, wäscht er von alleine, ne? Ja, aber die Steuerung ist dann behindert. Ja, mag ich auch irgendwie nicht. So. Weil die bewegt sich dann komplett wird. Nimm mal die Leiter hier weg. Hier ist doch nichts beim Reifen. Doch. Ah doch, hier beim Fügen. Okay, Reifen ist fertig. Mir fehlt immer noch voll viel. Ja, voll viel auf jeden Fall noch. Weil sonst wäre ja... Sonst hätten wir ja eine Liste, was fehlt. Aber ich sehe gar nichts. Ja, dann unten, unterm Wagen bestimmt. Unterm Wagen? Hier bei den Treppen. Oh ja, stimmt. Ich bin wieder so pingelig. Okay, eine Nebelleuchte noch, zwei Griffe noch und ein Schlauch. Dieser Schlauch hier, oder? Ja, das war der Schlauch. Irgendwelche Griffe? Ah, hier er. Ein Griff noch, vielleicht andere Seite. Was ist denn eine Nebelleuchte? Ja, vorne dran.
Ah, ich sehe ja nicht. Nee, da sind Warnblinker. Felge, Warnblinker, Grill, Scheinwerfer. Oben links steht ja immer, wenn du irgendwo hinguckst, was das ist. Aber Nebeldiensten? Ein Griff noch, ne? Der Griff ist. 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 Der ist. Der ist. Oh, welcher war das? Wo bist du? Welcher war das denn? Der da oben? Ah. Okay, was ist jetzt eine Nebelleuchte? Was ist eine Nebelleuchte? Also, ich würde ja sagen hier, aber das ist ja die Stoßstange hier. Nein, das sind die Dinger hier. Nee, das Warnblinker steht hier. Ja, da oben war das, okay. Okay, dann. Aha, aha. Ist der Tasse ein Spiel zum Löschen? Nein, weil er hat gesagt, er hat nichts Schmutziges. Guck mal, wir haben. Theoretisch haben wir noch ein Opas Haus, Opas Auto. Ein Skatepark. Ein Wohnmobil und eine Waldhütte. Guck mal, Autowaschen hast du gerade noch gesagt. Autowaschen kannst, hast du schon mal gemacht. Dann kannst du mir ja zeigen, wie du dein Auto mal gewaschen hast. Oder von deinem Onkel das Auto. Hey! Guck mal, ist das von deinem Opa? Ist das von deinem Opa das Auto? Hat er gesagt. Guck mal, kann ich uns noch irgendwelche Aufsätze holen? Also, warum hast du schon wieder ein neues Level angefangen? Also, das Auto ist das Letzte, was wir machen. Ja, danach okay. Bin ich off. Ist okay. Gut. Weine nicht. Bitte. Bitte weine nicht. Oh, da steht was. Donut? Okay. Urbo Fastcard. Aha. Vielleicht findest du eine oder andere Schliere, wo Bert es mit seinem Hochdruckreiniger versucht hat. Eher ein Tröpfelreiniger. Haha. Oh Mann, das ist nicht mal ein grünes Auto. Ein schlechtes blaues Auto. Das ist rot, du Idiot. Nee, hier oben ist blau. Hier ist rot. Ja, seitlich. Bei Jimmy, das stimmt. Ich bin mit diesem Biest überall Rennen gefahren. Es hat ein Grunzen wie ein wütendes Nashorn. Verdammt, ich habe darin das Race of Champions 1989 gewonnen. Dann merkt man, wie alt das Auto ist. Unnötiges Auto. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Hochleistungsgedöns hier nichts bringen. Alles dasselbe Tempo und Wirkung und alles. Also ist alles Schmutz, das Spiel ist Schmutz. Man spürt keine Änderungen. Andere Spiele zeigen die Wirkung, zum Beispiel Bazooka macht Flächenschaden, Hauptschaden, deswegen Pistole. Deswegen sind wir doch hier,
um den Schmutz ein Ende zu setzen. Hör auf, mich daran zu erinnern. Oh. Das stimmt nicht. Ey, ich hab eine E-Mail gekriegt. Hey, Schmutz. Da schreibt noch einer Schmutz. Der weiß, von was wir reden. Leonard Miller schreibt, hey, Schmutz. Und jetzt schreibt er was? Was? Er schreibt jetzt was? Ich glaube, das Spiel gefällt dir mehr wegen der E-Mails, nicht wegen Waschen. Hau ab, okay? Sarah, du sollst abhauen. Er meint, den Schmutz soll abhauen. Ja. Schmutz, hau ab, genau. Er schreibt, okay. Jetzt lacht er. Er lacht jetzt einfach. Sorry, weil er lacht. Na schön. Warum lacht er denn? Das hast du nicht. Hat mich was Besseres. Er schreibt, hey Schmutz, hau ab, haha. Ich glaube, du schreibst mir im Game einfach, ne, heimlich. Mit einem anderen Namen. Kann das sein? Ein Kommentar. Guck mal, hast du auch so viel Spaß gehabt, als du das Auto gewaschen hast? Ich bin eine Freude pur, Harald. Man merkt, wie ich mich voller Freude hier hingebe. Ja, ne? Oh, wie lang brauchst du? Ich habe überlegt, mit dem Auto eine Runde durch das alte, verlassene Abwassersystem zu heizen. Guck mal, er will auch noch das Auto danach wieder dreckig machen. Durch Abwasser. Wie würdest du das denn? Du machst, wir machen das jetzt so schön sauber und gleich macht er das wieder dreckig. Findest du das gut? Er gehört Co-Fight. Naja, für deine Firma bedeutet nur wieder Kohle. Auftrag. Unsere Firma. Weißt du, mein Motto ist, meine Firma ist auch deine Firma. Das ist mein Arbeitsmotto. Nein, da bin ich so ein Schleimhase. Wie du versuchst die ganze Zeit mich zu motivieren, auf diesem Spiel zu bleiben. Du hast schon Bock, ne? Ich hab keinen Bock. Ich bin nur ferngesteuert. Ich wüsste echt gerne, wie... Oh, ich habe eine neue E-Mail. Ich habe mit Lenny gesprochen und er wird sicher nicht durch das Abwassersystem heizen. Wir bleiben vorerst bei der Hauptstraße. Seine Frau hat gerade geschrieben. Also die fahren damit doch nicht gleich durch die Kanalisation. Bist du ein bisschen beruhigt? Ja. Dann war wenigstens meine Arbeit nicht umsonst. Ich wüsste echt gerne, wie viele Stunden wir schon in dem Spiel verbracht haben. Steht es doch. Wo steht das? Wenn du das Spiel im Game Pass, wenn du das Spiel bei Info. Dann kannst du mir ja bestimmt später sagen, wie lange wir das schon spielen. Wir haben ja gemeinsam angefangen, oder? Genau. Du warst von Anfang an mein Praktikant. Das ist voll das typische deutsche Auto hier. Schwarz, rot, gold. Schwarz, rot, gold. Ich sehe aber gar kein Gold. Hier, der Seite. Das ist blau. Na. Schwarz.
Schwarz-Rot-Gold. Das ist alles, was Cyber wollt. Schwarz-Rot-Gold. Alles, was Cyber je wollt. Cyber, nur unsere Arbeit hier nicht. Cyber. Guck mal, nur noch drei Sachen. Nummernschild hinten. Ein Außenspiegel. Nummernschild. Habe ich. Leichtmetallfelgen. Können also deine sein, weil meine sind fertig. Oh, Salva. So, Nummer 1. Guck mal, wie easy. Guck mal, easy Geld eingesnackt, Salva, du. Guck mal, bam, 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 bam. Ist das hässliche Auto. Hat kein Charakter, kein gar nichts. Das sind so viele, schöne Folgen auf YouTube hinterher. Ja? Du, das glaubst du gar nicht. Glaub's nicht. Guck mal, das ist wieder was Kleines, guck mal. Das ist so, damit machen wir Urlaub demnächst. Alles klar, spielt installiert, tschüss. Hallo, wir müssen doch in Urlaub fahren mit unserem Wohnmobil. Guck mal, mit unserem Wohnmobil, Salver. Geh da mal hin, guck dir das mal von näher an. Guck dir das mal vom Nahen an. Guck mal, Salva. Guck dir das richtig schön an. Geh mal hin und guck dir das mal an. Vom Nahen. Siehst du es? Siehst du, wie schön das ist? Guck mal, geh mal weiter nach da. Da ist sogar ein Herz. Nein, Salva ist jetzt weg! Salva! Nur harte Jungs gehen, ohne Tschüss zu sagen. Salva, komm wieder. No. Salva, komm wieder. No. Salva, komm wieder. No. Ah, Salva. Oh, da sind sogar vier Leute da. Ja, die wollen alle gucken, wie du hier putzen tust, Salva. Oh, jetzt habe ich aus Versehen ausgemacht. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Wir kriegen Salva noch dazu, dass er... Nächste Mal mit Trautmann 2.0. Nein, Trautmann hat das Spiel ja gar nicht. Vielleicht sehen wir uns ja mit Salva nochmal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ein Neptun kommt auf jeden Fall. Tschüss. Demnächst. Tschüss.